Kutami, euer Shop, wenn's um Tabletop geht. Urban Artworks, euer 3D-Druck-Spezialist für Miniaturen und Gelände. Es regnete. Es regnete seit Wochen. Es regnete seit Wochen ätzenden Regen, welcher von der Schwarmflotte Omega Phi verursacht wurde. Nach der erfolgreichen Verteidigung der Geheimtau-Forschungsstation gegen einen Splitter der Tyrannidenflotte wurden durch Commander Schnellschlag und dem Oberbefehlshaber des Vior La Jagdkaders, Aunsun, neue Verfügungen erlassen. Die Gegend um die Forschungsstation muss ständig durch Speereinheiten aufgeklärt werden. So ein überraschender Angriff darf erneut nicht stattfinden. Funkspruch von Stealthhut Chasvre Umusen. Achtung, Achtung! Im Ruinenkomplex Delta ist ein imperiales Raumschiff abgestürzt. Feindliche Subjekte gesichtet. Er bitte um schnellen Eingriff. Funkspruch Zentrale der Feuerkaste. Hier spricht Commander Schnellschlag. Eingriffsbefehl nicht erteilt. Position halten, Gebiet scannen und auf Verstärkung warten. An alle weiteren Aufklärungsteams im Bereich Delta schnelle Umverlegung zu Chasvre Umusens Position. Sternförmige Umstellung der Absturzstelle. Funkspruch Aufklärungsteams. Verstanden. In der Zentrale trat der neue Kader Feuerklinge Omugashi an Shasui Shinlin heran. Shinlin, du wurdest zwar befördert und genießt das Vertrauen der Führung, aber deine Taten der Tyrannidenschlacht musst du jetzt nochmal bestätigen. Du führst heute das Breacher-Team Alpha an. Euer Auftrag wird die Bergung der Subjekte sein. Meine Strike-Teams und ich werden euch Feuerunterstützung geben. Commander Schnellschlag überwacht das Schlachtfeld. Ja, Sir, verstanden. Im Ruinenkomplex Delta angekommen, gab Chasvre Umusen einen Statusbericht ab. Commander, im nordwestlichen Sektor wurden Grünhäute aus dem Gebirge wahrscheinlich gesichtet. Im Osten nähern sich erneut die Spitzohrpiraten. Im nordöstlichen Sektor haben die Speer stinkende Marines gesichtet. Den Absturz haben anscheinend nicht nur wir wahrgenommen. Noch sind wir nicht aufgefallen. Sehr gut, Umusen. Wir beginnen mit der Evakuierung der Subjekte. Schnell rein und wieder raus. Achtung! Piraten auf der östlichen Flanke! Überall schlugen giftige Projektile ein. Die Schlacht um die Absturzstelle hat begonnen. Explosionen überzogen die Ruinen. Die Lanzen der ankommenden Piraten durchschlugen Shinlins Transportpanzer. Das Team stieg aus dem Wrack aus. Die Drohnen waren defekt. Nicht wieder. Nicht wieder verliere ich gegen dieses Volk. Männer, sammeln! Koordiniertes Gegenfeuer, Konzentration auf die Transporter, für das höhere Wohl. Shinlin und sein Team brachen durch die Angreifer hindurch und konnten das erste Subjekt einfangen. Auf der linken Flanke konterte Commander Schnellschlag die angreifenden Orks. Die Schlacht dauerte mehrere Stunden an. Plötzlich explodierte eine Ruine in der Nähe des Brückenkopfes. Mehrere Orkgeschosse haben die Ruine pulverisiert. Inmitten der Trümmer fand man nun schwer verletzt Shinlin. In seiner Hand der Festplattenspeicher des einen Subjektes. Funkspruch Commander Schnellschlag. Männer, taktischer Rückzug. Mission teilerfolgreich. Bergung der Verletzten durchführen und in Basis sammeln. Sie wiegten sich in Sicherheit. Doch was war das? Funkspruch Commander Schnellschlag. Wir sind noch nicht durch. Wir haben Einheiten der Death Guard gesichtet. Rette sich, wer kann. Ja, servus. Willkommen zum Roy Rumble. Von der Kampagne The Six Kings. Dann auch ein King of the Hill, ne? Powered by Bruce. Ja, wir haben heute mal was uns ganz Besonderes einfallen lassen. Wir spielen heute ein 1 vs. 1 vs. 1 vs. 1. Einmal dabei, in die Kamera lächeln, Bier weg. Oh. Da darf nur ich, ich habe Patent drauf. Product Placement. Einmal von dem lieben Bruce und einmal von dem steifen Jesse. So, hier seht ihr unser Spielfeld. Gehen wir einmal von, im Uhrzeigersinn fangen wir hier an. In der linken Ecke haben wir hier einmal die schönen Tau, 1000 Pünktchen. Dann auf, hier oben haben wir meine Wenigkeit, Orks Deskal. Oben rechts die Deskard. Jawohl. Und unten Drukhari. Hör mal, Bruce, möchtest du einmal kurz die Story erzählen, ja, und was zwar, hier so passiert ist? Ja, und zwar treffen sich heute hier, wie man ja schon gerade gesehen hat, vier Kings und möchten sich die Waffenservitoren, die hier stehen, noch am Stormtellen, schnappen. Die haben bestimmt irgendwas Wichtiges zum Verraten, zum Ausquetschen oder für die Drukhari einfach nur zu quälen. Man weiß es nicht. Genau, und darum haben wir quasi vier Fronten aufgemacht.
In der Mitte ist die Absturzstelle, die wir uns gleich schnappen. Zu den Besonderheiten von der Mission kommen wir gleich nochmal. Und ja, das ist es im Grunde, ne? Das ist so das Szenario. Wir spielen auch keine Secondaries, keine Primären. Einfach nur Kopfgeldjagd auf die Servitoren. Die sind echt wichtig. Genau, also es, wie gesagt, das Ding ist hier abgestürzt. Die Orks haben gedacht, oh, da fällt was vom Himmel. Glitzer, Glitzer, Borgen, Borgen. Chaos, was haben die gesagt? Seuche. Seuche. Nächste. Alessandro, was haben die Tau denn gedacht, als das Ding runtergefallen ist? Die wollen natürlich erforschen, was das für Servitoren sind und mögliche Informationen gegen die Feinde ausquetschen, erforschen mäßig. Chin Ling für das höhere Wohl, ne? Chin Ling wird heute wieder eskalieren. Und die Drukhari? Liebessklaven. Was haben die? Mechanische Liebessklaven. Ah, okay. Ja, ziemlich mechanisch alles, ne? Wer weiß, was die da für Liebesspielzeug dabei haben. Also vibriert so schön. Jeder Kriegsherr hat seine eigene Vorstellung, was er mit den Dingern machen will. So, Jesse, willst du einmal kurz die Mission erklären? Das können wir gerne machen. Und zwar spielen wir hier quasi ein Jeder gegen jeden. Wir würfeln vor der Battle Round aus, beziehungsweise ziehen verdeckt Karten, wer wen als Gegner hat. Und dann darf auch nur diese Fraktion als Gegner angesagt werden. Das heißt, Charges dürfen nur gegen diese Fraktion angesagt werden. Es dürfen nur Schussattacken und Psi etc. da drauf. Fun Fact, der dauert Psi. genau. Und wenn man im Nahkampf bestehen bleibt und das ist die nächste Battle Round, dann darf man dann auch darüber hinaus zurückschlagen. Das heißt, entweder kann man dann zurückfallen oder eben weiter draufkämpfen, auch wenn es eben nicht der Gegner ist. Und so wird das eine spaßige Schlacht. Man weiß halt nicht, wer der Gegner ist. Das heißt, es kann einfach passieren, dass man vor jemandem steht und man kann nichts dagegen tun. Ja, nice. Sollen wir direkt mal anfangen für den klassischen Roll-Off? Hat jeder einen Würfel von euch? Ja, selbstverständlich. Also wir machen das so, wer die höchste Augenzahl hat, der fängt an und dann geht's ganz knackig im Uhrzeigersinn, damit es hier kein wildes Durcheinander gibt. Alessandro fängt an. Mit den besten Würfeln. Oh, mit einer 2. Oh. Oh, die Kingswürfel enttäuschen, die liegen nur in der richtigen Hand. So, dann meine Backofenwürfel 2.0. 6. Da ist die 6. Drecksack. Dann kommt der Pathfinder um die Ecke mit einer 3. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen die Orks an. Ich wollte nochmal zeigen. Die haben es auch am nötigsten. Ich kann eben mit jedem Würfel würfeln. Das macht keinen Unterschied. Wir würfeln einmal jetzt nochmal ganz kurz aus, jede Runde, bevor das Spiel beginnt. Ja, können wir mal kurz machen. Genau, die Servitoren bewegen sich in eine random Bewegung. Wir haben nämlich den Klassiker ausgepackt, und zwar den Abweichungswürfel. Ja. Die Veteranen unter euch wissen noch, wie es geht. Hopp! Das ist eine 6 und ja, die Treppe runter. Ja, also das machen wir jetzt mit jedem von den einzelnen Servitoren. Mhm. Willst du einmal die Karten mischen ganz kurz, damit ich... Ich habe die gesehen. Du musst einmal kurz mischen, bitte. Ja. Mit Aufzug fährt er runter, ne? Ja, die gehen jetzt aber auch wieder so. Das ist eine gute Idee. Weil darunter würden sie nicht kommen. Mit 6. Nee, die laufen alle in eine Richtung. Ah ne, stimmt. Genau, warte. Ich ziehe irgendeinen aus der Mitte. Deswegen. Machen wir ihn ja. Warte. So, ich ziehe mal. Mal gucken, auf wen ich in der ersten Runde draufhauen darf. Und das ist? Chaos. Geil. Hallo, Bruce. Du bleibst stehen. Ich darf auf dich gehen. Yay, ich freue mich. Der bleibt stehen und der andere. Und dann auch kommen wir nach der Movement Phase wieder. So, ganz kurze Armeevorstellung. Haben wir gesagt, machen wir direkt in der ersten Runde. Damit es hier ein bisschen knackiger und kurzer ist. Ich spiele heute Desk. Okay. Fangen wir an, einmal hier mit meinem Warboss und Warbike. Komplett alte, fluffige Standard-Sektion. Der Killer Claw mit Flat 3 Damage, plus 1 to Nahkampf, plus einen Schaden drauf und 1 wiederholen. Normalen Ork Warboss dabei. Nein! Der ist aus Metall, der rechte Sicht, der sitzt hier immer noch drin. Dann habe ich einmal einfach nur Standards eingepackt. Chuck, das ist der Chuck. Jump Dragster, der sich überall hin porten kann für ein CP-Chin. Habe ich einen Kastenjob eingekauft, eine Smasher Gun, ein Scrapjet, der gerade advanced ist und einmal ein Gunwagon, der schön auf die 4 Plus in meinen eigenen Reihen explodiert mit der Boomer. Der kann leider noch nichts sehen,
Auch wenn ich hier reinfahre, habe ich keine Sichtlinie, deshalb bleibt er erstmal schön behutsam mir stehen. Der arme Junge will dich beschützen. Ja, richtig. Ja, richtig. Ach, und der hat einen Grotteuler, der Halsschädel rund um ein Leben einfach nur. Stark. OP. Richtig OP. Das ist ja fast wie Bartmeck. Ja. Häckelig. Wie war das mit dem Custom-Job? Der Boomer? Ja. Stärke 8, minus 2. Hast du nicht gesagt, dass er einen hat, oder? Ja, doch. Ja. Habe ich schon gesagt. Ja, okay. Also voll alle Nettigkeiten dabei, die es gibt. Ja, warte, dann gehen wir noch an die anderen auch noch schnell durch. Können wir auch machen. Gehen wir einmal durch, komm. Ich habe dabei, halt, Deskart, klar. Einmal ein Chaos Lord mit Boltpistole Power Fist. Ein Dämonenprinz, das ist mein Kriegsherr. Der hat auch zweimal die Clown. Der hat als Warlord, glaube ich, ist es der Rotten Constitution. Ich habe schon wieder vergessen, was ich mache. Ich glaube, er ignoriert 1 und 2. Also, ach, auch die ganzen Nettigkeiten. Ja, natürlich, ja, sicher. Ja. Wo ich wusste, dass du kommst, auf jeden Fall. Gut so. Putrescent Vitality ist seine Psy-Fähigkeit. Und er hat die Superating Plate, hat er noch an. Dann habe ich zwei identische 5-Mann-Trupps Seuchmarines. Zwei 10er-Trupps Poxwalker. Wo ist er? Dann einmal den Fool Blightspawn. Der hat auch eine Vicious Death bekommen. Der darf die Anzahl an Treffern wiederholen mit seinem Flamer. Mhm. Ein Plague Burst Crawler mit Entropie, Mörser und Slugger. OP! Yeah! Und in der Schockreserve stehen noch 5 Terminatoren. Die haben alle den Sturmbolter. Ich glaube, 3 haben die Axt, 2 haben das Schwert. Ja, nice. So, kommen wir zu den nächsten. Oh. Die Lustmolche der Lust. OP! Nur Fahrzeuge. Warum habe ich das Gefühl, dass meine Liste die schwächste ist, obwohl ich das stärkste Volk spiele? Wie war das mit Fluff? Ist doch fluffig. Ja, ich habe 2 Venoms, 2 Raider und einen Ravager. Männlich. Was nackt. Ist da drin? Nackt. Die zwei Raider haben Splinter Racks, das heißt Rapid Fire auf volle Reichweite, und die haben Phantasm Grenade Launcher. Dann jeweils eine Lanze, und auch der Ravager hat 3 Lanzen, die 2 Venoms haben, ganz normale Splinter und Grizzly Trophies, damit schön minus 2 auf Moral gibt. Da drin in den Venoms sind jeweils 5 Kabale, wo auf dem Chef auch ein Phantasm Grenade Launcher ist und ein Blaster dabei. Und in den großen Raidern jedes Mal 10 Kabalen mit Phantasm Grenade Launcher, einer Lanze und 2 Schreddern. Und dann haben wir noch jeweils in einem Raider einmal den Homunculus sitzen und einmal einen Archon, der die volle Pracht von Blackheart gekriegt hat mit Rid of the Living Muse und dem anderen Warlord Trade. Ja, finde ich auch sehr fluffig. Besonders Blackheart und die 5 Pflanzen. Bitte? Bitte? 5? 7? Oh, 7. Entschuldige bitte. So. Dann der Qin Lin 3000. Genau. Qin Lin ist dann hier. Smite Master Qin Lin. Genau. Der Smite erlernt hat schon. Nach der letzten Schlacht gegen die Tyranniden, wo er überragend war, hat er sich hier so ein paar Trophäen auf die Schulter geklebt und steht jetzt auch auf dem Kopf. Ich spiele nochmal ran. Genau. Der oberste Himmlische hat einen Jagdkader ausgeschickt, um die Dinger zu untersuchen, die Servitoren. Und angeführt wird das alles vom Commander Schnellschlag, dem alten Ausbilder von Qin Lin. Der steht da relativ mittig. Commander Fast Fist. Und Commander Hauwelt. Nee, der kommt noch nicht. Der kommt noch, genau. Er kommt am schnellsten. Dann sein alter Sergeant, den er jetzt abgelöst hat in seinem Trupp. So. Das ist Omogashi, genau so heißt er. Ist jetzt zu einem Kader Feierklinge geworden. Dann haben wir 2 Fire Strike Teams, die so ein bisschen Rückendeckung geben sollen. Qin Lin als jetzt inzwischen Schars Ui des Breacher-Trupps im Teufelsrochen. Der hat heute die Aufgabe, aggressiv nach vorne zu fahren und weitere Heldentaten zu vollbringen. Schöner Einsatz. Wie lange hast du gebraucht für die Namen, die auswendig zu lernen? Hat ein bisschen gedauert. Ich habe aber hier auch mein schlaues Handy. Genau, und dann, weil das ja ein Stealth-Kader ist, 2 Ghost Kills, einmal mit Meltern, einmal mit so ein bisschen Ballerei. OP. Und 3 ganz normale Stealth-Suits. Ach ja, genau. Und im Gebäude sind noch Pathfinder, und 2 davon haben so Massenbeschleuniger-Sniper. Wollte schon immer mal spielen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Also wie ihr seht, wir nehmen das hier alles nicht ganz so ernst. Wir haben einen riesen Gaudi, das gehört auch eben dazu, zu der Kampagne. Und die Gaudi geht ja noch weiter. Und ich habe mir gerade in meiner stillen Ecke hier überlegt, wir haben ja 4 Servitoren hier oben. Die sind ja mega wichtig für uns. Und das ist der Trupp S-V-E-N. Also kurz Sven. Und jeder von diesen Servitoren bewegt sich halt diese random W10. Und einer hat sich schon überlegt, ich muss unbedingt auf diese Brücke. Diese Brücke ist mega wichtig für mich, warum auch immer. Ist 6 Zoll nach vorne gestürmt und steht da jetzt. Die beiden anderen haben sich nur 2 Zoll bewegt, sind noch eigentlich ein bisschen unentschlossen, wo sie hinwollen. Sie haben nur entdeckt, meine Servitorengedanken rasseln durch, ich muss hier weg, hier ist Gefahr. Ja, und der Letzte ist gestolpert, die Brüstung runtergefallen und steht jetzt da unten und denkt sich, Ach, OP. Wir haben ja auch noch eine ganz besondere Kleinigkeit eingebaut. Alles ist vermint, oder? Alles ist vermint, genau. Wenn du deine Bewegung außer um ein Geländestück beendest, außer demjenigen, was in deiner Ausstellungszone war, also bei den Orks ist der Felsen, der Brocken. Bei mir ist es diese alte Manufaktur. Bei den Drukhari ist es dieses kleine Scheunending da, Bumster. Und der Tau hat sich natürlich direkt gedacht, ich mache ein Meisterstück und stelle alles in mein Gelände rein, weil das ist zum Glück nicht vermint, das weiß ich, aber für meine Gegner. Folgende Regel, wenn du deine Bewegung, egal welcher Art, also nachpeilen, rennen, whatever, innerhalb von 3 Zoll um ein Geländestück beendest. Ja, habe ich ja gut schon hinbekommen alles. Ne? Hast schon super geschafft, ja. Schmeißt jetzt pro Einheit ein W6, auf einer 1 passiert dir nichts. Oh. Also du beendest, gut, dass mir das jetzt erst eingefallen ist. Du wirst jetzt für jede Einheit, die hier drum steht, innerhalb von 3 Zoll ein W6. Bei einer 1 passiert dir nichts. Bei einer 2 bis 5 kriegst du W3 tödliche Wunden, weil du auf eine Mine getreten bist. Wirfst du, und das kannst du ja gut, die 6 sind sogar 2 W3 tödliche. Gut, also der ist ja auch innerhalb von 3 Ganz Zoll. Ganz genau. Ich habe natürlich direkt übertrieben. Der ist ja natürlich dann zu dem 3 Zoll. Also, ne? Ihr habt mir auch mal natürlich überall die Scheiße hingestellt. Fangen wir mal mit dem an. Ja. Ja, direkt eine 3, W3 Mortals. W3 Mortals. Eine. Ah, ist vertragbar. Oh, haben wir spezielle Würfel dafür vielleicht? Okay, machen wir weiter, der Junge hier. Das hat sich nämlich der Ansgar Beretter gedacht. W3 Mortals, ne? Bei 5? Bei einer 5 findest du D3. Okay. Legen wir mal. Und Ansgar ist dann mit seiner Valkyre. Dann für meine Ork Boys. Über die Schlachtplatte geflogen und hat da erstmal die ganze Minen abgeworfen. Also der Junge ist ja immer noch drin. Ja. Mein Warboss muss hier natürlich die totale Aufsicht haben. Dann mein anderer Warboss. 3. Und mein komischer Dingsbums kriegt auch 3. Hat er auch noch ein Leben. Ja. Stark. Jo. Wann ist das denn? Am Ende der Bewegungsphase? Oder das ist, wenn egal welche Art der Bewegung du beendest um Gelände. Cool. Also auch wenn du quasi jetzt gleich chargen würdest, würdest du dann innerhalb von 3 Zoll um Gelände kommen. Kann sein, dass du irgendwie eine Mine auslöst und dann auch nochmal einen kriegst. Ja, ist ja super. Ich ja nicht, ich fliege, oder? Flieger auch. So. Sind halt diese guten Sprengfallen. So, hier habe ich 3. Ich zähle mal direkt runter. Dann ist es einfacher. So, Junge. Ich will dir ja nur was sagen. Egal in welcher Bewegung. Also wenn er gleich würfelt hier, aber er muss sich halt bewegt haben. Also wenn er stehen bleibt, passiert halt nichts. Dann bleibt er einfach. Aber wenn er sich nur einen Schritt nach vorne macht. Dann auf jeden Fall. Die Gefahr ist groß. Du bist auch ein 3, dann ist schlecht. Gut, fangen wir mal an zu Dakan. Ja. Der Junge schießt da hinten in den 10er-Trupp. In den hier? Ja. Da gibt es dann Gott sei Dank Blast. Das kennst du ja noch von früher. Das kenn ich noch, ja. Auf die 4. Oh, 3 Treffer. Ja. Wie Standard. Eine 6 für Dakar. Oh, 4, ich bestätige. Du hast Widerstand 4, ne? Ja. Die 2 auf die 2. Ja. Die 1 auf die 3. Ja, dann sind 4 Stück mit dem Damage, weil du ein 4er Pain hast. Einmal für 2 Damage, 3 Damage, 4 Damage und 4 Damage. Ich mach mal den 2er Damage. Ne? Und den Rest spare ich mir. Das heißt 4 Tote. 4 Tote. Plopp, plopp, plopp. So, das sah doch schon mal rosig aus. Der muss auch noch testen, ne? Der steht ja um das Gelände rum. oh, warte. Ist 2 das pro Gelände? Pro Gelände. Nee, nur einmal, nicht nur einmal. Also muss dann für nicht 3? Ja, kriegt er auch noch mal 3? Oh, 3 Schaden. Dann schießt der nächste. Ich mach mir. Ah, das ist doch richtig schön orkisch.
So, 6 Schuss auf die da hinten. Auf die 5 plus, weil ich advanced bin mit meinen Grotzenten. Einmal, der ist cool. Auf die 5 plus, nur einer. Auf die 3, der ist cool. Einmal, warte. Minus. Das ist egal, eine 1. Warte. Da könnten noch 6 Schuss von dem anderen hinterher. Auf die 6. Das war eine Kippe. Ja, 2 Sechsen. Zweimal Dacker. Ja. Nee, 2 Stück. Und auf die 3. Zweimal. 3 insgesamt. Also 3 insgesamt. Schaden immer nur einen, ne? Ja, ja. Bin auf 1! 2 Sterben. Dann mein Warboss und Warboik. Ist auch etwa. Nee, der ist. Nee, der ist von da nach da gefahren. Auf die 5. Kippe. Ist einer. Einmal der ist cool. Mal einer. Auf die 3. Einmal bitte. Von meinem Warboss. Einmal. Jo. Minus. Ist auch, wie gesagt, Schaden. Ein. Ein. Noch einer tot. Und dann nochmal 6 Schuss von meinem Deathcopter. Trifft einmal. Einmal der ist cool. Einmal auf die 3 plus. Ja. Nee, der ist cool. Einmal. Ja, tot. Stirbt einer. Gut, dann wollen wir es jetzt. Willi will es wissen. Ich möchte hier First Blood direkt machen. Und für einen Command Point kannst du ja wieder so hoch heilen, ne? Ja. Ach komm, das lassen wir. Schießt mal auf den Truck hier. Auf das dicke Ding. Oh, nix. Weil ich ja advanced bin, auf die 4 plus Death School. Und ich schraub mir noch eine Mortal rein. Geil, hatte schon mal 4 verloren. Fantastisch. Gebe ich mir noch ein CP aus. Super. Oh, komm her. 3. Tschung. Power Gamer. Tschüss. Und der hat ab. Willst du es nicht vielleicht hinten in die andere Geländezone reinstellen? Nee, du Penner. Ja, das war meine Phase, wo ich mir mehr Damage gemacht habe als den Gegner. Klingt gut. Geil. Ist eine Lehre eben für die anderen. Aber ist ja auch normal. Die Orks müssen nach vorne stürmen, sprengen sich selber in die Luft, laufen mit Gegrüll in jeder Mine rein. Das ist schön fluffig. Richtig. So. Jo. Ich würde mal sagen, dann bist du. Dann ziehe ich jetzt ein Kärtchen. Zieh direkt mal hier vor. Wo ist denn das Säckchen da, ne? Das Säckchen, zieh mal ein Kärtchen. Kriege ich jetzt direkt hier die Vendetta? Bitte mich. Was bist du? Du bist die Dunkelelfe, ne? Oh, das gibt jetzt Vendetta! Das ist der lachende Ork. Das ist Shane. Ja, aber selbstverständlich. So, dann bewegt der Jute Bruce sich einmal und genau. Dann kommen wir wieder. So, lieber Bruce! Ja, Bewegung ist tatsächlich relativ schnell, auch bei mir. Wir sind ein bisschen nach vorne gerannt. Bleiben weg von den Geländen, damit sie sich nicht gleich eine tödliche kriegen. Hier allerdings muss der Trupp gleich mal gucken und der Dämonenprinz. Der hat sich nicht bewegt, ne? Der hat sich nicht bewegt, genau. Und der auch nicht, der Chaos Lord. Aber du hast erstmal ein Stratagem gezogen jetzt? Genau, erstmal ein CP ausgegeben, damit ich hier wieder was zurückholen kann. Genau, 7 Würfel auf die 3 plus kommen. Boxwalker wieder! Oh! 7 Stück. 7 Stück, nice! Zack. Da hat er wirklich nur einen verloren in der ersten Runde. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommt das ganz Besondere. Genau, jetzt kommen wir erstmal. Ich habe leider Gottes eine Mine mitgenommen. Einmal für den Trupp. Boom! Passiert nix. Da ist die 1! Und einmal für den Dämonenprinzen. Da ist die 1! Das kann er, der Bruce. Ja, Einsen kann ich. So, geht dir noch ein bisschen ran. So, jetzt ist er in 2 Personen. Gut, kommen wir direkt in die Psi-Phase. Zieh mal. Passiert nichts? Kein Miasma? Nö. Nee, aber wir schießen jetzt. Und zwar der Qualler. Und zwar mit den Entropiekanonen und den Slugger in ihn rein. Ich sehe nichts Besseres. Und der Mörser. Der Mösenmörser. Geht da rein. Da gebe ich auch den CP aus, dass er einen Schaden mehr macht. Macht keinen Unterschied. Muss 2 durchbringen. Hast du nur noch 4 Leben? Ja. Achso, dann gebe ich den natürlich nicht aus. Oder keinen. Warte mal. 7? Nee, kann gar nicht sein. 5. 3 Stück, 8 Leben hat er noch 5. Ne, das ist richtig, was du machst. Dann mache ich natürlich den CP an, damit er mehr Schaden macht. Ja. Nee, der hat nur noch 4, weil ich hab mir selber eine Mortal reingeschraubt. Sorry. Der war Bullshit. So, zurück zum Thema. Das Lager. In den Fliegerkopter. Trifft gar nicht. Sehr gut. Strong. Entropiekanonen. Treffen beide. Auf die 2, ne? Toughness 5. Toughness 5 auf die 3.
solchen Würfel. Jo. Zweimal mit minus. Double Six! Vier? Nein, beide durch. Ist er durch. Ciao! Weggemoscht. Und W6 Schuss auf den Dragster da hinten. Jump, Dragster. Vier. Vier ist schon mal gut. Drei Treffer. Toughness 7 oder 6? Das ist ein Gummipeng. Auf die 3. Zweimal. Mit. Noch nie brauchte ich eine 6 wie früher oder so, sagt der Adrian immer. Ah, ich glaube minus 3, aber wirf mal. Da ist die 6! Das kann er, da freut der Jesse sich. Das sind meine Würfel. Und er hat original noch einen neben. Achso, sogar minus 2 sogar, okay. Ja, geil. Ja. Das freut mich doch. Herrlich. Und das war tatsächlich meine Runde. Ja. Ich glaube, mit dem Boltersinn komme ich hier nicht mehr. Aber warte, du machst doch innerhalb von wie viel Zoll machst du Mortals auf die 4 Plus? Innerhalb von 3. Ja, dann würfel mal für den Jungen. Ne? Ne, und da nichts, ne? Ne. Okay. Hier sind ja welche. Ne, habe ich ja gar nicht ausgegeben. Achso. Habe ich ja nicht ausgegeben. Ah, ne, hast du nicht ausgegeben. Nee, hast du vollkommen recht. Sonst wäre ja. Ich glaube auch einen Riesenhaufen Bullshit hier. Dann, lieber Jesse. Warte, ich guck mal eben, ob ich noch irgendwas boltern kann. Aber ich glaube. Nein, bin ich raus. Gut. Jetzt müsstest du eine Karte ziehen. Zieh sich selbst. Aber eigentlich müssen wir unsere auch wieder mit rein, ne, oder? Nee. Damit jeder wirklich nur. Also, dann ist es natürlich sehr spannend, worauf es geht. Ja, natürlich. Also, es ist aber interessant für ihn, wenn er zwei verschiedene hat. Weil das war ja jetzt. Hättest du jetzt ihn genommen? Ach so, ja, gut, das schon. Ich bin Elder. Gut, dann bewegt der gute Jesse sich und dann kommen wir wieder. Willkommen zum Brawl, Runde 3! Nee. Runde 1 dritter Spieler. Oh. Joa, ne? Ich krieg erstmal Mortals. Wo willst du denn anfangen? Drei Jungs, ne? Kriegen? Ja, drei Boote. Also ein Boot und die beiden stehen. Ja. Wo möchtest du anfangen? Komm, fangen wir mal bei dem guten Raider an. Ich will die alten Vokale zurück, ja, ich jetzt ein 6er Fino Pain. Raider, los, fang mit dem Raider an! Also Triple 1. Bam! Was ist es? Zwei, die drei. Nee, auf die sechs, ne? Auf die sechs mal. Drei. Drei, schraubt er sich direkt drei rein, auch nicht schlecht. Dann die erste Venom. Oh, D3? Das ist ein guter Anti-Infanterie. Eine. Shane. Zwei, die drei und der tötet sich selber. Und das drei. Ist lustig. Oder steckst du 3 Zoll weiter aus, dann kannst du direkt super charge. Dann hat aber trotzdem nee, darf ich nicht. Da hat aber trotzdem schon mal ordentlich ihr Brand in der Suppe. Da tut die Kimme weh. So, ja, dann schießen wir mal, wa? Machen wir hier erstmal Venom Nummer 1. Da schießt die Hauptknifte in die Geister. Minus 1 für Hit. OP. Aber so OP. Zack. Trifft keiner, wunderbar. Ja, ein Reroll. Sehr gut. Nee. Und dann haben wir die untere Knifte. Erfolgreich. 3 wow. Einsen, 1 und 3. 1000 Selbstschutz sind auch OP. Oh, das fängt ja schon mal gut an für ja. Dich, oder? Ich hab ihn gewarnt. Erste Venom für dich. Komm, mach die zweite direkt hinterher. Ja, muss ich erstmal gucken jetzt hier. Ja, ein 6 Zoll. Easy going. Trotzdem ist das für dich. Ja, ich weiß. Achso, okay. Inhalt hiervon. Das Gift geht alles hier in den rein. Und der Blaster auch. Das ist der Blaster, ja? Ja. Ein Reroll. Der Scheiße. Trifft. Nicht fluchen. Leicht vulgär. Nein. Verlass dich auf Jessys Würfel. Das ist schon alt. Da geht nichts bei rum. Dann kann er von mir aus auch 20 von den komischen Blastermaster haben. Und dann ist. Würfel, bitte guckt es euch an. Hier ist aber noch eine 5. Guck mal, zwei Hits von 10 oder was? Ich schwöre, ich habe umgedreht. Das nennt man den Chassis-Schnitt. Das ist gut. Die Formel des Chessos. Schreibt mal in die Kommentare, dass Würfel keinen Einfluss auf das Spiel haben. Alle doch nicht, komm, mach. Eine Runde. Eine Runde. Minus? Nichts. Drei Plus. Oh, da ist die erste King! Du würfelst sie gegen Kings Würfels. Oh, oh. Phantasm. Was ist das denn? Heißt ein Reroll. Ja. Ja. Was heißt das? Drei Sechsen. Einmal nur drei Sechsen. Okay. Hattest du nicht beim Blaster schon die ausgegeben? Kann sein, ja. Moralwert? 7. Mama, mach Würfel mal. Ich guck mal. Würfel erstmal. Ja, mach minus 2.
Ja, das sollte reichen. Und meinem zweiten? 8 habe ich. Ja, hat gereicht. 6 reicht nicht. Was heißt? Eine Mordelwund. Okay. So. Das war die erste Venom. Jo, machen wir die zweite. Das ist jetzt erstmal die Venom an sich. Jo. Was hat die für eine Waffe? So ein bisschen. Schweres Splinter Cannon, keine Ahnung. Die trifft jetzt erstmal auf die 4, weil minus 1 Hit und Stärke. Gift auf die 4. Ah, immer auf die 4. Minus 1. Okay. Minus 1? 2 Schaden. Oder auf. Okay. Ja, geht durch. Tukari ist nicht OP. Der Rest trifft alles. Ja, wundet alles. Danke. 3 Stück oder was? 4. Ohne Minus? Ohne Minus. Ja, wunderbar. Wunderbar, die Kingswürfel, die halten. Jetzt den Blaster Master. Inhalt. Trifft. Wundet. Wunde. Minus 4. Das ist der Blaster. Gebe ich auf eine Drohne natürlich ab. Auf die 2 Plus. Ja. Die ist tot. Ich nehme eine Stealth-Drohne weg. Gift. Zwei. Ohne Minus? Ja. Drei Plus? Ja. Ah, die Kingswürfel, sackhart sind die, ne? Granate. Gefallen sie dir? Die liegen gut in der Hand. Ne? Mega. Kann ich nur empfehlen. So, eine 4. 6 reicht nicht. Das ist Moral. Und es reicht, eine Mortal. Ja, okay. So, da sind die beiden Venoms mit abgehandelt. Dann kommen wir. Raider. Lanze da rein. Lanze, trifft! Wundet. Wundet mit einer 6! Ich gebe auch wieder auf eine Drohne ab. Gib es! CP? Oder? Nee, darf ich nicht. Darf er nicht. Ich habe einen Stopp, ich habe 4 Retter. Ja, halt Stau! Das war die 2. OP! CP. Der Skippe. Der ist cockt. Jetzt nach dem 500. Reroll, ja, das funktioniert! Da kennt der. Das ist so. Also, jetzt, ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber das ist ja wie bei der EM, ne? Der Italiener, wenn er fällt, dann schreit er. Das ist ein Ravager. Ne, das ist von ihm immer noch der Granatwerfer. Jo, eine Mortal. Dann haben wir hier der Blaster. Ach, die haben ja gar keine Blaster. Oh Gott. 2 Schredder da rein. Ich mit Fluffliste und dann kommt der Rest kommt hier an. Ey. Zweimal? Zweimal? Einer. Einer? Minus 1. Auch wieder 2 Schaden? Einer. Das ist schon 4. Kann der explodieren, der Ghostkill? Nein. Nein. Kann nicht von Tau explodieren. Nur die Panzer. So, wir haben jetzt euch einen Einblick vom Chassis mal eben gegeben. Jetzt schießen noch 2 Barken. Und ein Ravager. Und dann gucken wir kurz wieder und gucken mal, was noch steht. Einmal ganz kurz nach der Schussphase. Es ist ein Ghost Key gegangen und es ist der Teufelsrauchen gegangen. Mhm. Da ist der Tau-Spieler leider nicht so erfreut drüber. Es sind 4 beim Aussteigen noch verreckt und jetzt... Meine lieben Damen und Herren, bei diesem Brawl kommt das Abwehrfeuer des Todes. So, meine Lieben. Die Venom will reingehen. Erstmal der... Chin Ling, der zweite. Nee, Chin Ling, das ist Omogashi. Omogashi. Trifft den Markerlein. Ah, diese Kingswürfel, ey. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt erstmal eine Ghost Kill. 5 mal Melter. Ich habe eine 3 gewürfelt für den großen Melter. Eine 6. Eins wiederholen. Ja, ist Schnitt. Eine 6. Eine 3. CP? CP? CP. Oh, der sollte nicht sein. Das ist bitter. Das ist wirklich. Was kommt jetzt noch rein? Die Geister, die selber gecharged werden. Die Geister, die ich rief. Haben wir 2 Sechsen. Auf die Stärke 5. Auf die 4, ne? Die wollen nicht. Schade. Das war's, glaube ich. Ladies and Gentlemen, der Charge! Und ein Chassis Roll, da hat er auch noch Glück gehabt, weil wäre er hier drin, der nächste Charge. Ja, da geil, das hab ich gar nicht gedacht. Die einzige sicher, Kippe. Jegliche Art und Bewegung. Oh, da ist die 11. Gut, ja. Dass ich ein Commander hab. Und ja, das hat er beim ersten Spiel auch gemacht. So, liebe Damen und Herren.
Was ist das? Wie viel Leben hat er noch? Fünf. Der hat nur eine auf die zwei, warte. Ich hab jetzt eine 6. Hol dir erstmal Mortals ab. Erstmal den auch chargen. Achso, das war ein CP, okay. Hat's ein CP ausgegeben? Ja. Ja. Ah, wird sowieso verkackt. 9 Zoll Charge. Mit der 1 kann ich sowieso nicht. Dann roll einmal bitte. Container ist vermint. Ja, W3. W3! Wuhu! Shenlins Aufgabe. Das ist sie da. Hat er noch 2. Da kommt der Smiter Rooney gleich von Shenlin. Aber nur wenn du ihn ziehst. Ja, der steht doch hier. Ja, aber wenn du ihn ziehst. Du musst ihn ziehen. Ja, das war der letzte. Ich muss ihn ja ziehen. Ach, stimmt. Hat er recht. Hat er recht. Gut. Einmal kurz. Ich möchte gerne einmal hier den Nahkampf sehen. Die Attacken, die machen wir nochmal schnell. Ich muss mal eben nachschauen. Ja, die meisten Schaden haben tatsächlich die Mortal Wounds von diesem Granatwerfer da gemacht. ja. Das Heimliche ist da bei diesem Spiel das Gelände. Ja, das bockt aber richtig mit dem Gelände, muss man einfach ehrlich sagen. Ne? Alles fliegt hier in die Luft. Alles ist von bam, 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 bam. Ich schlag schon mal. Achso, allerdings die Servitoren sind davon. Nee, du kannst nicht schlagen, wenn er jetzt einen tötet. Ja, dann wirklich mal neu. Okay, das wären zwei Wunden, aber erstmal darf er jetzt schlagen. Er trifft. Ein Blackheart. Geht das auch im Fernkampf? Ja. Auf die was? 3. 6 macht, glaube ich, einmal DS mehr, oder? Ja, minus 2 und das ist minus 1. Okay. Die 5. Schon dein Bruno. Ja, auf die 4. Ja. Ein Neben weggezogen. Und 2 Saves. Ne, wenn ich einen mein CP reroll. Hat er noch ein Leben. Leben. Ja. Perfekt. Und du hast jetzt noch wie viel? 2 ausgegeben und einen bekommen, dann müsstest du jetzt noch 5 haben. 5 haben, ja. Ja. Gut. Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zur Runde von dem Tau 2. Ja, jetzt kommen wir zum Finale Runde 1. Ich möchte aber vorher nochmal ein Leadership sehen. Du hast 4 verloren oder sind das kleine Trupps? Nee, 4 Drohnen gestorben. Achso, okay. 4 Drohnen sind gestorben. Gut, alles klar. Dann beweg dich mal in Ruhe und wir kommen dann wieder. Ladies and Gentlemen, welcome in the first round. The last man. Genau, das höhere Wohl muss zurückschlagen. Erstmal jetzt wirklich das Absurdeste, was geht, was in dieser Kampagne passiert ist. Er wurde ja einmal umgeboxt, wo ist genau, Chen Ling, der Dritte? Der steht natürlich hier hinterm Ghostkill. Ja, hier. Der wurde einmal richtig hart aus den Socken genockt. Vom Jesse auch selber tatsächlich. Und dann hat er einen am Würsing bekommen. Das ist die Rache, ne? Ja, da hat er einen am Würsing bekommen und seitdem ist er für zionische, genau, für Zieh empfänglich. Hier ist einer Drakaris. Ja. Genau, der hat ihn nämlich ins Rückgrat ja geschossen, dabei den Psi-Nerv getroffen und jetzt kann er halt da war irgendwas in der Muni drin, auf jeden Fall, was ihn ein bisschen Gaga im Kopf gemacht hat. Deswegen, einmal Psi-Phase der Tau. Der ist ein Smite. Ein Smite. Yes! Er kommt! Ja, und der Ting geht hoch. Venom explodiert. Hoffentlich nicht. Explodiert es? No. Aber bevor das jetzt zu Ende ist, mein Lieber, du hast hier was eindeutig übersehen. Nein, ich habe mich nicht bewegt. Doch, hast du wohl. Dein Commander. Der ist innerhalb von 3. Der dumm. Ist innerhalb von 3. Das ist dumm. Okay. Und hier kriegen wir auch Mortals, Junge. Ja, ich mach mal den Commander auf die 1 nicht. Ne? Der Ghost Kill ist sogar noch drin. Ja, macht. Commander schraubt sich 3 rein. So ist das gut. Der Ghost Kill. Ja, auch. W3. Jawohl, der gönnt sich richtig. So, Jesse, einmal wieder aussteigen, einmal würfeln kurz. Ich für die Jungs. Ich getroffen hier. Ja, okay, ja, okay, entspann dich. Wow! W6. Zweimal Kings. Ah, schade. Schaden vor 3000 hier die Leute. Fun Fact: Er macht sich mehr selber. Niemand mehr Schaden als dich. Sad Story. Aber Moment, ist denn so ein Teil überhaupt ein Gelände? Ist das als Ruine? Ist ja keine Ruine. Ist egal, wir haben gesagt, jedes Gelände. Ich komme nicht klar. Er stellt sich gleich einfach woanders hin. Ja, wer ist schuld? Der Ansgar. Schussphase der Tau. Genau, ich fange mit dem Commander an. Der ist hier. Ja. Der hat, wir haben ja ein Relikt, der hat so einen super Flammenwerfer. Der schießt mit dem Flammenwerfer quasi ins Venom. Ja. Und die beiden Raketenmagazine in das angehittete Ravager. Möchtest du was aktivieren?
Jesse. Sorry, was? Ich habe meinen Sack gesucht. Der Commander schießt seinen Flamer, das ist ja Relikt-Flamer auf den. Meinst du den Commander, der auf die 2 plus trifft? Ja. Der den Flamer hat? Ja, okay. Hast nur 5 Punkte oder so. Ja, ja. Und Relikt-Flamer mit 2 Schaden. Und die andere Waffe geht in den Raider. Möchtest du da was aktivieren? Was sind das? Plasma oder was? Zweimal Raketenmagazine. Da war ich minus 1 Töter, ne? Okay. Der Flamer, W6 Schuss. 6! Ja, minus 1 Töter. Das ist jemand ganz witzig. Der hat ganz viel Stärke. Auf die 3? Mindestens das hier, minus 2, 4 mal. Und dann 2 Schaden flat. Oh oh! 5? Mach mal. Ist das? Nee. Explodiert er. Und reißt seine eigenen Leute mit. Komm! Nein. Nee. Würfelst du einmal kurz, was aussteigt? Wiederholte nicht. 2 sterben. Eieiei. Ja, da ist auf Jesse Verlass. Schlechte Würfel, das ist ein Markenzeichen. So, dann schieß mal das Raketenmagazin rein. Minus 1 zu Hit auf die 3. Einsen darfst du nicht wiederholen. Ich hätte mal Markerleit schießen sollen. Oh, hättest du mal machen sollen, ne? Und dann auf die 3. Zweimal minus 2. Zweimal 5er Radar. Nightfields activated. Kann er. So. Gut, jetzt Kata Feuerklinge. Will ein Marker auf das angehittete Raider machen. Das trifft. Minus 1 Hit ist? Genau, auf die 3 jetzt. Okay. Trifft, hat er einen Marker. Ja. Dann würde ich 1 CP mal ausgeben und das erhöhen. Gucken wir mal, wie viel wir schaffen. Oh, die Würfel sind so Kings. Göttlich. Ist es wirklich unfassbar. Sensationell. Sind wir bei 4. Ja. Dann habe ich noch die Pathfinder. Ja. Da habe ich 2 Marker drin, 3 Marker mit Sergeant. Und 2 Massebeschleuniger. Erstmal die Marke auch auf das Raider, auf die 5. Hat er noch nichts bekommen. Sind wir bei 5 Markern, das heißt, ich krieg jetzt plus 1 to Hit. Minus 1, plus 1, genau, auf die 4. Und dann habe ich die beiden Massebeschleuniger, schießen auch da drauf. Jetzt auf die 4. Ein Treffer, Stärke 6. Einmal minus 3. Sieben sind die 6 auf die 5. Ja? Stärke 6? Nein, er trifft noch die 5. Achso, okay. Weil Kismus ist ja bewegt. Ja, ja, ist richtig. Ja. Okay, aber passt. Passt. Kommt durch. Die 3 Damage. Und es war sogar eine Mortal Wound. 2. 2 plus 1 für die Mortal Wound, genau. Wie viel hat er da noch? Wie viel ist 3? 3, also? Genau, netto. Hat er noch 4? Okay. Der Ghost Kill. 2 kleine Melter, W3 für den großen Melter. Alles geht in den rein? Ja, der hat nur die Melter. Auf die 4. Der fliegt sogar, ne? Ja. Auf die 3. Einzeln wiederholen, weil der hat einen Velocity Tracker. Gegen die Nein, gegen Fly. Fly. Auf die 3. Uiuiuiui. Da gebe ich noch einen CP aus. Du hast es doch. 2-mal Ritten. Hat er noch 3 CP? Und? Wie viele? 2 durch. 2 durch 6 Damage. 7 Damage. Da ist er leider weg. Explodiert nicht. Für das höhere Wohl. Steig, würfelst du einmal fürs Aussteigen und dann kommen wir gleich wieder. Gegen Erdung. Wie viele gehen? Einer. Bis gleich. Dann, lieber Alessandro, wo machst du weiter? Ich habe hier die beiden letzten überlebenden Feuerkrieger nach der Mine. Mhm. Die schießen auf den Trupp. Okay. Und der Feuerkrieger, der Cutter Fireblade, ist in der, das heißt, die kriegen einen Schuss mehr. Das sind 6 Schuss auf die 4. Ja, der ist Kippe. Ja, haben wir eben auch gemacht. Auf die 3. 2-mal ohne Minus. Habe ich. Hasse. Dann haben wir den 5er-Trupp. Ja. Da schießen alle auf die 3. Das sind dann 15 Schuss. Oder 3x 15, 15, genau. Und irgendwelche Marker, ne? Auf die 4. Uiuiui. Was ist mit den Kingswürfeln los? Ja, du musst dran glauben. Auf die 3. Schrei sie an, dann funktioniert es auch. 3x ohne Minus. Ja, siehst du. Mehr schreien. Das funktioniert. Wunderbar. So, und jetzt haben wir noch die Breacher. Da wollen wir das natürlich wieder wie beim letzten Mal machen. Xin Lin kriegt die Würfel. Und dann haben wir 1000 Würf. Ja, ne, machen wir zusammen. 2, 4, 6, 8, 10, ja, 12, 14, 16, 18, 19. Einen wiederholen wir. Also, wer wo rein? Jetzt. Alle Breacher in die letzten 4. Einen darf wiederholen, weil es sind zu wenig Würfel. Siehst du? Mehr anschreien, die Jungs. Mehr anschreien, die Würfel. Und auf die 3. Der ist Kippe.
Das sind 5 Stück, sehe ich. 6 Stück minus 1 nur wegen der Distanz. Ja, reicht. Weggeflext. Das war die Rache der Tau. Haben wir noch was? Nee. So. Genau, Moral. Da sind 3 gestorben. 3 plus 3 sind 6. Ich habe eine 7er Moral. Das passt dann. So, meine lieben Damen und Herren. Und Bruce, genau. Du hast jetzt hier weitergemacht. Trupp S-V-E-N. Kurz Sven ist, hat sich bewegt. Der ist hier runtergepurzelt. Ja. Der hat sich an die Balustrade gestellt. Der hat sich an die Balustrade. Kannst du mal in meine Richtung die Dinger anziehen? Nee. Und das Schlimme ist, der hier unten stand, der geht jetzt 10 Zoll in diese Richtung. Okay. Darüber. Den stelle ich jetzt hin und dann kommen wir gleich quasi in die Runde 2. Und wir haben jetzt überlegt, weil es wirklich Kampagne ist und es kacke wäre, wenn der Alessandro als letztes ziehen würde, sagen wir jetzt wirklich, wir würfeln jede Runde neu aus, wer als erstes startet. Es kann sogar sein, dass der Alessandro hier einen Doppelturn hinlegt. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Brawl Round Number 2. Nimmt die Würfel in die Hände. Alessandro, fang an. Er liegt noch mit einer 2. Oh. Bruce! 4. Und da ist mal wieder der Mayonnaise am Start mit der klassischen 6. Bitte zieht er mich nicht, Das ist nicht auffällig. Ich nehme aber immer andere Würfel, ne? Also das sind auch noch nicht mal meine. Der Chase hat mich gezwungen, seine zu nehmen. Der sagt. Du hast gezwungen. Ja. Ja, so, mal gucken, was ich ziehe. Bitte nicht Tau, bitte nicht Tau. Nein! Was ist das denn? Das ist Tau. Das ist Tau? Oh, ich darf auf Tau. Gibt euch die Karte wieder. Nice. Ja, Alessandro. Ja, macht immer Platz. Es tut mir schrecklich leid. Ich hört keiner Jesse von hinten. Aber dann ja, fangen wir mal an zu dackern gleich. Mach doch. Die Orks haben sich bewegt. So sieht das übrigens aus, ne? wenn er richtig spielen kann, wenn er unleashed ist. ja, was hat sich bewegt, was hat sich nicht bewegt? Er hat sich bewegt, aber 3 Zoll wirklich von jeder Ecke entfernt. Meine Boys kassieren jetzt aber mal wieder. Mastermind. 4. Ja. 3. Schon mal 6 Boys verloren. Mein das Boss. Gut kein Kippe, ne? Das ist eine 2, genau. Für ein. Hat er noch 4 oder was? Ja. Scheiße. Geil. Dann da kann man. Ich habe einen teuflischen Masterplan. Da kann man mal so ein bisschen hier rum. Fangen wir doch mal an. Hast du dem schon Mortals gegeben? Welchen? Ah, der hat sich nicht bewegt. Der hat sich bewusst nicht bewegt. Ja, das war schlau. So, dann schießen fängt er an. Das ganz schlimme Zeug, alles hier rein. Mhm. Die Bazookas, mach mal. Die kleine auf die 5 plus hier rein und die auf die 4 plus trifft in den oberen Trupp. Damit ich auch alles schön abdecken kann. Mach mal. So, dann schießen wir als erstes die. Hier. Da? Als erstes schießen wir die, wie viel Schuss? D3 Schuss, die Bazookas haben. 5 Schuss, ganz normaler Tag für den. Auf die 5. Hast minus 1 schon drin? Ist das ein Ghost? Ja, ist egal. Okay. Trifft eh nichts. Einmal, das ist gut. Nee, die Wingmissel. Trifft nicht. Und jetzt einmal auf die 5 plus die armen Jungs unten. Oh, die haben Bock. Einmal da, da. Jawohl, auf die 3. 4-mal bitte für die Jungs da unten. Minus irgendwas? Nö. Deckung ignorieren irgendwas? Nö. Dann habe ich eine 3er Hose. Dreier! Oh, das kann er dann. Und dann einmal auf die 4 plus. Die Würfel kaufe ich mir auch. Das funktioniert aber. Einmal da. Auf die Drine und einen Verwundungswurf wiederholen. Den muss ich eh nochmal würfeln. Und den anderen war der Verwundungswurf wiederholen. Der ist auch wieder Kippe. So, das sind dann 4-mal. Minus? Nichts. Passfinder, also eine 4er-Hose. Sterben DOS. DOS. Und dann schießt der Boss, der Advanced, ist auch nochmal da oben rein. Die Passfinder, ja. Auf die 6. Einmal das cool. Oh, 2-mal Daka. Auf die 3 plus. Einmal das cool. Einmal. Minus? Nichts. 4 plus. Noch einer. Schon ein bisschen fluffig. Wir wollen die Sniper behalten. Scheiß auf die Marker. So, dann schießen wir doch mal mit dem Chuck-Trickster in den Jungen rein. Mhm. Und den Ghost-Kill? Ja. Okay. Das bedeutet, die auf die 4 plus, der auf die 6 plus jetzt.
Die beiden haben getroffen, die wichtigen. Mhm. Einmal Daka-Daka. Dreimal. Mhm. Auf die dreien. Eine Mortal Wound on top. Und da mache ich den Death Ghoul. Ne, zweimal und eine Mortal. Wie viel Schaden macht das? D6. Auf die Drohnen einmal ablegen, bitte. Yes. Machen wir auch. Das, genau, eine stirbt und dann habe ich einen 4 Retter. Gehen wir zu P aus. Yes. Gut. Und eine Mortal, ne? Habe ich schon nicht. Ja. So, dann ein CP-Schirm. Oh, der verpisst er sich wieder hier hinter. Die linke Ratte. Tschüss. Hier? Nein, Spaß. So, dann haben wir die MC Smasher Gun. Warum geht er nicht hier in die Ecke? Weil das ist quasi sein Ork-Brocken, der gibt ihm keine gute Ruhe. Genau. Hier steht noch recht viel, ne? Ja, einmal ein 5er-Trupp, ein 10er-Trupp. Gut, dann machen wir das nochmal auf den 10er-Trupp. Schießt die Smasher Gun, dann hat die 3 Schüsse. Mhm. Seht ihr die? Ja, ne? Ich denke, ja. Mach mal. Auf die 4. Einmal. Gleich oder höher. Einen habe ich zermatscht. Könnte ich auf eine Drohne abgeben. Könntest du. Könntest du ja was sein lassen. So, und jetzt haben wir schon das Grand Finale. Mhm. Mein The Boomer schießt das erste Mal. Der Boomer ist der große Wagen. Ja. Ja. Und da habe ich mir doch was ganz Besonderes aufgehoben. Für Daka Daka, trifft immer auf die 5 Plus, mein Lieber. Was sagt der Ramses immer? Mach doch. Ja, okay, mach ich. Und dann weint er immer. Das ist der traurige Ramses. So, 2d6 in deinen komischen Kampfpanzer da. Und da ist doch die 10. Die sind gut. Willst du 4 nicht mehr rüber und eine 6 oder so? Aber ich finde die gut, Chester. Die Würfel sind die sexy von dir. Auf die 5. Oh, ja, 3 Stück. Dann einmal das cool. Dreimal Daka Daka. Und auf die 3 plus. Was für eine Stärke hast du? Stärke 8. Okay. Minus? Minus 2, 2 Damage. 2 Damage. Minus 2 habe ich auf jeden Fall die 4er Hose. Ich gebe mal einen. Ab. Gib ab. Dann hast du nochmal die gleiche Waffe nochmal. Ja, ne? Gebe ich beide ab. Sind beide drohen tot. Und dann zweimal auf die 4. Gehen 2 durch. Warte noch. 2. So, dann darf der auf das gleiche Ziel nochmal schießen. Kniffeln wir weiter hart. Oh, 8 Schuss. Oh. Absoluter Mayo-Schnäppchen heute wieder. 4 Würfel, 18. Und? Ja, trifft aber nur zweimal, meine Damen und Herren. Der ist cool. Dreimal bitte, siehst du? Hast du schon Daka Daka gemacht? Jetzt kommt Daka Daka. Achso, okay. So, 5-mal. Absoluter Mayo-Schnitt. Und auf die Drine und einmal der Skull. 4-mal bitte. Scheiße. Noch nie brauchst du so. Oh! Ja! Gott, er bleibt noch stehen! Wie geil! Kings of See, meine Damen und Herren. Ja, geil. Charge. Die Pyramide ist ein bisschen traurig. Dann. Backofen, Würfel aus der Hölle. Charger Rooney, ich starte mit den Boys. Das war sehr schlau. Wo möchtest du Unterstützungsfeuer geben? Also, ich werde jetzt tatsächlich pokern, weil, wenn du den Charge nicht schaffst, habe ich diesen Flammenwerfer vom Commander und der könnte den wegrödeln. Genau. Das heißt, alles gibt Abwehrfeuer außer der Commander. Okay. Ich fange mit den Geistern an. Der Commander. Wollen wir das live machen oder sollen wir das, das viel? Ich guck erstmal, ob ich den Charge schaffe. Das ist interessanter. Ich würfel erstmal. Ah, eine 4. Nice. Müssen wir mal gucken, was ich meine, das ist eine 9. Oder? Also 8 oder 9. So, eher schon fast eine 10, würde ich sagen. Ne? So. Here we go! Here we go mit Doppelwürfeln! Juhu! Nein! Nein! Und jetzt? Machen wir einmal kurz Abwehrfeuer und dann kommen wir wieder. War das jetzt der Bike-Boss oder? Nee, das war der Trupp. Machen wir jetzt auch mal, ne? Ja. Dann mache ich jetzt aber hier noch. Geister. So, dann einmal. Achso, das war's. Ladies and Gentlemen, natürlich, jetzt kommt der obergeilste Charge, der Junge, hier rein. Genau. Da darf ich jetzt einmal die Geister nochmal. Ne? Genau. Machen wir einmal die Geister. Das Unwichtige. 2 Sechsen, 3 Sechsen. Und die Würfel sind. Wow. Stärke 5, Widerstand 5? Nein. Auf die 5. Boah, 3, 4. So, aber jetzt. Der Commander mit den Flamern. Oh mein Gott! 6 Schuss! Jawohl! Stärke! Commander regelt. Ich würfel mal, ich muss gucken. Also 5 auf jeden Fall. Toughness 7. Toughness 7, ja, passt doch. Also nee. Auf jeden Fall. Ich habe keine Stärke 7 mit den Flamern. Also hast du Stärke 6, ja. Stärke 5 oder sowas habe ich. Okay, dreimal. Ja, minus 2. 4 plus.
Sechs Schaden. Da würde er auf jeden Fall gehen und mein Boss ist gebrutzelt. Commander Schnellschlag, wie im Kodex des höheren Wohls steht. Ich dachte Fast Fist. Ja, Fast Fist, Schnellschlag. Meine Damen und Herren, das war ein herber Schlag. Oh, nicht schlecht, ja. Das hat nochmal wehgetan in der Rübe. Ich bin immer noch bei genügend Orks. Hier muss ich kein Leadership machen. Musst du noch irgendwo Leadership machen? Hier sind genau, die Pathfinder sind viele gestorben und das Hargent ist leider auch tot. 6 ist ein Autosave bei Tau. Mhm. Oh. Und hier unten ist keiner gegangen oder so, ne? Das müsste eigentlich passen. Passt, genau. Hier ist eine Sonderregel, macht durch Klingenbund irgendwie so. Irgendwie Klingenbund, ja. Genau. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zum Bruce. Die yes. Orks haben nicht gepunktet, sie sind wieder nirgendwo reingekommen. Ja, ich komme jetzt quasi um die Ecke und ich lasse sogar ein paar Tempis droppen. Wir sehen uns dann gleich bei mir in der... Nein, jetzt musst du einmal vor Ort ziehen. Komm, mit der Kamera, ja, geh. Vor Ort? Geh, warte, ich übernehme. Ziehen! Und... Drukari. Da steht er sauber vor den Flinten. Mal gucken, was jetzt passiert und wo die Thermis hinkommen. Ja. Dann kommen wir gleich wieder. Das wird Aber ich komme jetzt. So, der Bruce hat sich bewegt. Jawohl, hier ist alles gerannt, damit das nicht irgendwie in der Reichweite von der Mine ist. Aber der Prinz, der muss gucken. Die Jungs auch, die waren ja vorher drin. Du bist ja rausgerannt. Ja, Ende der Bewegung. Es ist immer die Ende der Bewegung, nicht Anfang. Wenn du deine Bewegung beendest. Ja, aber wir haben doch gerade gesagt, hier ja auch. Der ist hier rausgefahren. Ja, da stand doch irgendwie hier ein 3 Zoll anderes Gelände rum. Okay, sehr gut. Nee, weil ich dachte, immer wenn man, egal wann... Okay. Nee, immer okay. Ende der Bewegung. Gut. Einmal für ihn. Jo. Da hast du eins. Und einmal mein Thermitrupp, der ist da oben gelandet. Der muss auch gucken. Ja, da ist dieser... Und dann, was ist das? Da stirbt noch nicht mal einer. Das ist doch gut. Einsen, das kann ich. Bei 6 Würfeln, 5 Einsen Würfeln ist zu kurz. Ich war mich schon freuen, ey. So, nehmen wir mal hier. Ich habe gewesen, doppelt 3. Also, den 2 Siegespunkte kriegt am Ende der Phase der Bruce. Genau. Weil er 2 auf einmal hält. Genau. Jetzt machen wir erstmal noch Psi an. Er möchte gern zeigen, und zwar auf den Trupp, dieses Pure Trial Vitality. Ja, ja. Vorne 7. Burial Type Fatality. Da ist es. Ich glaube, ich habe jetzt ein Toughness mehr. Haben die jetzt ein Toughness mehr? Ich glaube, ich habe jetzt ein Toughness mehr. So, dann wird jetzt geschossen. Willkommen, wo fangen wir an? Ich fange da an. Ich würde da auch, glaube ich, direkt ein CP oder 2 ausgeben. Für plus 1 to hit. Das ist Vermid Whispers, 1 CP. Und ich gehe mal ein paar Würfel zählen. Möchtest du minus 1 to hit geben? Ich darf das Spiel nicht zeigen, ne? Du darfst dein Gesicht nicht zeigen. Oh! OP! OP! Nein, Spaß beiseite. Okay. Möchtest du einen Shuttergun zünden? Ja. Ja. Auf die. Minus 1! Auf die Kabalenkrieger, ne? Ja. Auf die 3. Das hat sich mal richtig rentiert mit den ganzen 2. 1, boah, ey, das waren das waren 8 oder 9, 2. Ja, ich kann ja tief, ne? Haben wir ja gerade gesehen. Auf die 4? Auf die 4? Wieso auf die. Oh, Entschuldigung. Oh, ich. Mein Maul. So, das sind 3, 6, 7. 7 Stück. Kanas? Oh, der war auch strong. Sehr schön. 2 Stück. 2 Stück gehen. Fallen um. Die Würfel entscheiden kein Spiel. Eh nicht. So, dann machen wir weiter. Und zwar müssen wir ein bisschen messen jetzt hier. Mit der Entropiekanone auf den Flieger, auf den Raider. Ja. Auf welchen? Auf den hinteren. Ist doch kein angeschlagener, ne? Nee. Auf den hinteren und mit dem Mörser gehe ich. Halt, stopp. Auf ihn gehe ich mit allem, mit dem Rest. Und die kleine Maschinengewehrkanone? Ich glaube, die hat nur 36, die würde tatsächlich auch noch drauf kommen. Oh mein Gott! Ja, alles da oben drauf. Alles in ihn, okay. Ja. Und da gebe ich jetzt den CP aus, dass der Mörser einen Schaden mehr macht. Der Mösenmörser? Richtig. So. Ich will mal eben das Profil.
Hast du da Probleme eventuell mit dem Aussteigen beim Gipster, wenn das Ding umgeht? Nö, das ist ein Ravager, der ist nichts drin. Oh, da ist nichts drin. So. Du. Nehmen wir erstmal den Heavy Slugger. Sind 4 Schuss. Ja, auf die 3. Ja, 3 Treffer. Stärke 5, auf die 5. Einer mit minus 1. Okay. Warte, er ist als nächstes. Dann die beiden Entropiekanonen. Ah, da gebe ich den CP aus. Den Treffer. Two. Jawohl. Auf die Drine und eins wiederholt. So sieht das aus. Jo, zweimal mit minus 4. Zeig mir das Tabletop-Deck-Zeichen. Nein, Doppel 2. Okay. Das heißt, zweimal 3 plus D3. Der Skippe. Das sind 6, 9, 11 Schaden. Explosion. Und der Rest verfällt. Weil ich mir habe nicht zum Schießen. Da ist die 5. Das war das schon. Und ich habe V und E habe ich einkassiert. Die beiden Servitoren. Bleiben doch da. Die bleiben stehen. Bleiben die stehen? Du kriegst nur die Punkte. Du kriegst nur die Punkte. Oder so. Cheater! Ich habe gedacht, wir machen das so, dass der Trupp die jetzt aufnimmt und ihr den Trupp killt. Ja, keine Sorge. Also du spielst die richtige Faction zum Cheaten. Das darf eben nur kommen. Ja, danke, danke. Also. Zweites Spiel. Alles gut. Hey. So, dann kommen wir. Ja, Moral kannst du mitmachen. Es ist alles tot, was tot ist. Dann wird jetzt gezogen. Dann, was ziehst du? Ziehst du mich? Oder? Chaos. Yay! Chaos! Oh mein Gott! Dann wird es wohl gleich wehtun. Und ja, der Jesse, den geben wir jetzt mal einen Moment und dann kommen wir wieder. So, der Jesse hat sich bewegt. Hast du einen Command Point mehr bekommen? Ja. Dann, die Dark Elder sind in einer defensiveren Position und jetzt soll die Vendetta erfolgen. Fangen Sie doch mal bitte an. Wo wollen Sie mit anfangen? Die Kabalen schießen in die Poxwalker. Und der Master Blaster? Und die Lanze geht. Ich helfe euch sicher nicht. Jo, in den Dicken. In den Dicken, okay. Lance. Hit it. Wollen Sie da mal ein CP-Schien ausheben? Nö. Dann haben wir zwei. Wie viele Poxwalker sind das? Das sollten 9 sein. 9, okay. Dann haben wir 2 Shredder da rein. Ja, ich habe mich bestimmt verzählt, aber es sind nur 9 bei Ihnen. 6 Stück. Auch für 4. Du hast noch einmal den Kabalen komischen Hit Reball. Yep. Strong, 5 Treffen. Stärke 6 oder was? Hast du minus 1 Hit? Nee, ne? Nee. Stärke 6. Jo, Stärke 6. Auch für 3. 4 Stück, sehe ich. 4-mal, minus, ist egal, Schaden 1. Jo. 6er. Dann platzen 4 Stück auf. Ja. Dann das Gift. Dann haben wir hier 2, 3, 4. 4-mal Gift. Treffen 3-mal. Verwunden 3-mal. Und 3 Saves. Nein. 3 segnen wieder das Zeitliche. Mhm. Stehen noch 2, dann die Mortal Wounds. Wie viel treffen davon? 2 Treffen. Ja, der könnte reichen, ne? Leadership, ganz wenig wahrscheinlich. Minus 2. Achso, du brauchst eine Moral. Ja. Kriegst du jetzt minus 2, ne? Nee. Ja, würfel mal direkt den zweiten. Ich bin Moral aber nicht da. 2x6. Moral 7. Ach Quatsch, Moral 4. Moral 4. Ja, dann 2 Mortals. 2 Mortals. 2x4 in der Pain. Wird einer überleben? Nein. Der Trupp ist weggelutscht. Die erste Verluste bei den Leskards. Oh nein, Poxwalker. Jo, da kommt nichts von den Schreddern dran. Dann schießt das Gift in die anderen Poxwalker rein. Mhm. Die Lanze geht auch wieder in den Plagueburst-Crawler. Mhm. Dann haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Mal Gift. Ja,
aber saftig. 2, 4, 6, 7 Mal. 7. Hast du nicht nur 7 Mal Gift? Hm? Weil du wirklich in Rapid Fire bist. Ja, aber ich hab Splitter Rex. Ich krieg auch volle Reichweite Rapid Fire. Okay. So, da waren wir kurz weg. Er hat nicht verwundet. Da war leider der Akku leer. Getroffen aber jetzt. Sechs, verwundet mit einer 2 und jetzt wird der CP reroll. Ja. Jawohl, da ist er! Dann Dämonenretter von einem Panzer. Oh, der geht CP durch. Aus. Special? Ja. Nee. Kommt. Damage für 5. 5? 5? Ja. 3 plus die 3. Achso. Willkommen in der neuen Welt. Ich kenne die Waffe nicht, deswegen. Okay, schön. Und dann immer die Lanze vom Radar selber. Also du hast jetzt 5 Schaden gemacht. Ja. Ja. Dann kriege ich nur 4, weil das Gas. Ah, ja, geht. Stimmt, Entschuldigung. Gut, das war meine Runde. Mhm. Gut, dann kommen wir wieder. War ja nicht schlecht, ein ganzer Trupp ausgelöscht. Ein Trupp ausgelöscht, Panzerschaden gemacht, das war nicht verkehrt. Wir sind wieder da, als erstes. Kurz zu der Movement Phase. Der Trupp ist nach vorne, hat sich das Missionsziel eingeheimst, aber ich stehe im Krater, Wald, was auch immer. Es ist verbiet! Auf die 2 Plus und. Oh, W3. 2 sterben. 2 sterben. Zack. 2 sind in die Luft gesprengt. Genau, die haben sich nicht bewegt, das heißt, die kriegen keine Mortal. Die Drohne ist von hier hinten zum Outscreen nach vorne bewegt. Den Ghostkey ziehe ich mal ein bisschen zurück. Okay. Ja. Wo fängst du mit an? Smite. Mit einem Smite. Von Jinling. Tschung! Oh, da war fast die 11. Auch ich nicht. Plus 1 geht schon. Das hättest du wohl gerne. W3. Für 2. 2 Blitze. Gehen, stehen schon wieder 2 Orks. Hm? Nein. 2 Johnnies. Dann. Hat schon Ding was weggezaubert? 2 Stück. Da haben zwei. Komm in die Shooting Phase. 2 Ork-Köpfe sind explodiert. Die grüne genau. Masse spritzt überall. Über das neue Schwert, was er bekommen hat vom Himmlischen, sind die Blitze natürlich noch effektiver. Ich fange an mit meinem Commander. Der schießt seinen Flamer in die Ork-Boys und die beiden Raketen in das Buggy-Ding da. Okay. Ich mache mir die Raketen auf die. Erstmal markieren, meine Lieben. Kader Feuerklinge auf den Buggy. Schocks da, bla, trifft. Einer. Wo möchtest du mit anfangen? Ja, der Commander, wie gesagt. Mit was? Auf was? Auf den Buggy. Okay. Trifft auf einen, müssen wir wiederholen durch den Marker. Stärke 7. Auf die 3. Kein Fahrzeit leider. 4 Stück. Minus 2. 6er, der ist cool, Retter! Einen geschafft. 3 will 3. 4 Damage. 5, ne 4. Und dann würde ich, glaube ich, 1 CP dann auch ausgeben. Möchtest du das? Ja, muss ich. Oh, und explodiert er! Commander, Schnellschlag. Nein, explodiert. Die Lehren des Kajun. Das Krabjet explodiert zwar nicht, aber fällt in sich zusammen. Der Flamer. Hast du den CP abgezogen? Ja. Nee, hab ich nicht. 4 Schuss. Hast du dir einen dazu getan? Ja. Okay. Auf die Streien. Das sind 2 mal minus 2. 6er, der ist cool, Retter. Nein, 2 Journeys gehen. Dann schießen als allernächstes die Breacher. Ich guck mal eben ganz schnell die Distanzen. An 15 und Sicht. Passt. 3, 6, 7. Sind 14 Schuss. 3, 6. 9, 10, 14. Auf die 5. Advanced. Meine Sept sagt, ich darf advancen und ohne Abzüge schießen. Nein, auf die 4 dann nur. Wird auch nicht besser. 4 Stück. Auf die 4, weil ich so weit weg bin. Stärke? 4. Genau. Okay, dann 2-mal. Oder kann auch 5 sein, passt aber. Einer. Jo. Das ist cool. Runner. Und dann noch die Geister. Sind 5 gegangen. Ach, in so NA3-Zeug kriegt man Deckung, ne? War doch nicht was? Das sind die Geister. Alles gut. Auf die 3. Das sind 4-mal ohne Minus. Da war noch eine 6. Hast du den umgedreht? Oder beim Treffen? Das ist deins. Okay. Dann 4-mal Minus. 0. 6er, der ist cool, Ritter. Da segnen wieder 4 das Zeitliche. Es werden immer weniger. Was schießt jetzt noch? Die letzten Feuerkrieger, ups. Die haben 6 Schuss, weil in 15 Zoll und der Chef ist die da. Die schießen für Spaß. 2-mal ohne Minus, Stärke 5. 2 gehen nochmal.
Sind es nur noch vier? Das war mein Turn. Gut, dann muss ich einmal den Leadership machen. Und sie stehen mit einer Eins. Wer ist dein Heldnummer? Hier. Der Kopfknacker. Black Moon Iron Fister Fisted himself. Ja, gut. Brass Fist und Black Fist. Black Fist, Moon Fist, alles Fist. Ich halte ein Missionsziel am Ende meines Zuges da. Ich weiß nicht, wie machen wir das? Ich hab mir aber gefällt. Ja. Nice. Gut, das war unser Turn, ne? Ja. Das war er. Dann möchte ich doch mal bitten, dass wir einen Roll-Off machen. Genau. Alessandro, du darfst als erstes wieder. Komm, diesmal die 6. Oh, aber die 5 ist okay. 5 ist gut. Jesse, ich bitte dich. Mit einer 1, du bist schon mal raus. Ach, so. Das sieht doch nach. Und ihr kennt dieses Zeichen. Oh. Sponsored by Jesse. Da kommt die 6, pass auf. Die Höhle bebt. Bums. Eine 4. Dann dürfen die Tau. Die Tau beginnen. Dann Doppelrunde, wie war eben prophezeit? Double Term, wie bei RS. Wir werden einmal noch die Missionsmarker switchen, wo die hingehen. Genau. Und Sven läuft jetzt erstmal noch. Ich will diesmal. Ja. Wir kommen gleich wieder. Ladies and Gentlemen, wir haben die Marke einmal umpositioniert. Einer ist nach da geswitcht. Genau, und dann der eine hat aber die Seite gewechselt, ist hier rübergerannt. Der ist auch einmal über die Terminatoren gesprungen. Und der einzelne Heinzi, der hier unter der Brücke stand, ist hier vorne an die Säule gespeedet. Ja, nice. Hier, kommen wir dann gleich mal wieder. Mhm. Ne, erstmal ziehen. Entschuldigung. Ziehen. Oh, jetzt wird's spannend. Das war Dukari. Ah. Das ist bitter. Okay. Da hast du dich schon gefreut. Ja. Da dachtest du jetzt Black Moon Iron Fister. Das ist richtig bitter. Segnet das Zeitliche, aber nein. Okay. Dann Bewegung. Bis gleich. Bewegungsphase vom Tau ist vorbei. Du hast dich hier wieder zum Missionsziel-Marker bewegt? Genau. Shinden hat den Auftrag bekommen, nochmal das Missionsziel zu sichern. Dann würfeln sie mal wegen den Mortals. Oh, was ist hier? Oh. Was sind denn mit den Schmockmocks? Die habe ich natürlich außerhalb von 3 Zoll aufgestellt. Okay, genau. Geben wir dir. Und was ist hier? Auch außerhalb von 3 Zoll. Okay, geben wir dir auch noch. Psi-Phase. Ein Smite auf die Drukhari. Leider, also es wird jetzt nicht viel passieren, weil ich habe nicht so viel Long Range. Der Smite in 18 Zoll. Ach, da ist es passiert. Ah. Wir haben eben noch drüber geredet. SCP? Ja. Doppel 1 nochmal. Jetzt bin ich aber echt nervös. Ach. Ja. Für W3? Oh, er darf nicht mehr, ne? Nein, schade. Ein nur. Darfst du auch so nicht. Damage Roll? Marco Woods immer nie. In Einzel. Dann fangen wir mal an mit meinen beiden Pathfindern. Zwei Schuss. Ne, ein Marker. Trifft nicht. Ja, dann machen wir die beiden Pathfinder mit den Rifles. Treffen nicht. Und dann der Commander noch 4 Schuss. Alles in die Kabal-Krieger rein. Trifft 4-mal. Auf die 2 plus. Ja, 3-mal minus 2. 6er! Oh, der war eigentlich ziemlich sexy. 5er. Ja, das ist Runde 2. 3. 3, ja, dann 5er. Okay. Bitte dir auch einen. Das war's leider schon. Ich mache wieder einen Siegespunkt für den Marker. Jetzt muss ich hoffen, dass mich die Orks nicht ziehen und die Drukhari nicht ziehen und die Defgard nicht ziehen. Wo ist der Beutel? Wo ist das Beutelchen? Ich rieche hier Fischsuppe. Bist du dran? Als Nachspeise. Ach du Heiliger. Und es wird? Ja. Chaos. Ne, ich selber. Ah, da musst du nochmal ziehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Da musst du nochmal ziehen. Na, ah, Fische. Oh nein. Fischsuppe. Da steht aber immer noch ein Präsentierter da. Kriegst du ein Zippelgeschenk? Ja, das ist aber super. Ja. Und dann kommen wir zu Round 3. Und es kann mach doch, Exit. Mach doch. Der fuchsigen Orks haben sich bewegt. Genau. 2 plus. Da ist die 1. Passiert nix. Ansgar Barrett hat Fehlzündungen eingebaut. Den hat sie ja. Ach so, okay. Die 3. Für eine. So. Geil, stimmt, ey. Passt auf, sehr gut. So. Keiner denkt nach. Ja, mach mal. Eine? Das ist okay. Und. Das ist der Brocken. Dann. So, was passiert? Schießen wir als erstes. Mhm. Mach doch. Ich habe ja nur noch 3 dicke, ne? 3 dicke Larchers.
Ja, schießt erstmal die Smasher, Jan, würde ich sagen. Hm. Ja, als erstes schießt der Boss. Also der Dicke hier, ja, auf die. Darf ich jetzt mal einmal schießen? Ne, schießt zweimal. Ach, warum? Weil aber nur auf die Sechsen. Achso, okay. Ich darf nur aufs gleiche Ziel schießen. Schnitt. Vier Schuss. Vier Schuss. Und eine Sechs. Da ist eine Sechs. Einmal das cool. Juhu! Zwei Sechsen. Zweimal Daka Daka. Okay. Richtig gut gewürfelt, ey. Und auf die drei. Zweimal. Die Drohne ist... Ja, passt. Ist okay. Passt. Ist gut. Einmal Drohne. Oh! Also einen nehme ich selber. Vier plus. CP. Ne, ist weg. Dann segnet er wohl das Zeitliche. Zu dir aber nicht. Die dicke Knifte ist futsch. Dann schießt die Smasher Gun in den Lieblingstor von mir hier. Drei Schuss. Trifft nicht. Ja. Scheiß Würfe. Spiel gerne mal. Lass mich die ganze Zeit im Stich hier. Dann der Jung ist nur hier rumgefahren. Ja. Der möchte tatsächlich. Was ist das hier für ein Trupp? Zwei Trupp Strike Teams. Was können die? Nicht viel. Nicht viel. Ich schieße einfach mal. Auf die hier. Mit allem. Ja, mit allem. Alles gut. Mit allem! Die 1 muss ich wiederholen. Mhm. Wird zu einer 2, Gott sei Dank. Das ist ein Daka Daka. Wäre es eine 1, hätte der sich selber zerstört. Nee. Und. Beides auf die 2 plus. Minus 4, ne? Einmal minus 2, einmal minus 3. Ich weiß nicht, ob du da was hast. Nur ein 6er einmal. Nö. Dann ist der Trupp weggelutscht. Ich lasse ihn jetzt mal stehen. Die ist hin und her gehopst. Das ist ein bisschen affig, finde ich. Ich bekomme dann auch meinen ersten Siegespunkt, habe ich gehört. Ja, hier oben. Hier stehen sie dran, die Bäume. Und dann hole ich mal den Sack. Wo ist der Sack? Der Sack. Der Sack der Lust. Los, greif rein ins Säckchen. Ja, Kamerakind wechselt wieder. Da, da, da. Jetzt wird es natürlich interessant. Rein in den Sack und ich nehme das nur eine Karte drin. Ja. Ne, Moment mal, meine muss wieder rein. Ja. Das ist Quatsch. Ja, die Karte muss wieder rein. Genau. Ich habe meine ja rausgenommen, weil ich mich selber gezogen hatte. Was hast du denn getan? Ja, da. Da liegt sie doch. Nee. Tu da irgendeine andere rein, ist mir scheißegal. Über die Vorherrschaftskarte. Das ist die Ohrkarte. Kannst du noch einziehen? Kann ich noch einziehen. Ja. Ich hab egal, Ort. Ja, was ist mit dir? Ich hab da nie. Ja, aber wenn nur eine Karte drin ist, das geht doch nicht. Es müssen zwei Karten drin sein. Ja, aber er kann sich nicht selber ziehen. Ja. Ja, aber du müsstest drin sein und ich müsste drin sein. Nein. Er hat mich als Sieger. Schwör's ihn als Sieger. Ach, stimmt. Ja, große Verwirrung. Große Verwirrung. Nein, er muss mich ziehen. Also nochmal, weil Jesse schon gezogen wurde. Genau. Ja. Das nimmt so ein bisschen die Spannung jetzt hier raus, aber das ist eben so. Dann bewegen Sie sich mal in Ruhe. Ende Bewegungsphase Deskart. Hier sind nochmal 4 dazugekommen mit dem Shattergem. Hier bin ich 3 Zoll weggeblieben von dem, der stationär. Der Demon Prince aber, der ist raus, oder? Der ist raus, ja. Der hat sich doch gerade raus bewegt. Ja, oder? Aber der ist ja nicht innerhalb von 3 Zoll, Ende der Bewegungsphase. Achso, ja, stimmt. Hier oben muss ich testen, die haben sich bewegt, die möchten sich vielleicht mit den Orks gleich ein bisschen käbbeln. Ja. Skippe. Ja. T3. 2. Das heißt, er ist tot. Johnny ist tot. Und einer verliert ein Leben. Wo ist denn das andere Schwert? Ja. So. Wo möchten Sie denn schießen? Genau, wir fangen mal mit den Tammys da oben an. Mhm. Die holzen in die Boys. Dann mach das mal. Wir machen das Offcam, weil. Oder gib mal Gas wegen der Mikros. Irgendwas der. 2, 3, 4. Upp, der rein. Ja, trifft ordentlich. Das war's mit meinen Boys. Auf die 4. Drei Stück 5er. Ne. Und der andere 6er. Nein! Boah, ist denn weggelutscht? Black Moon ist auch tot. Black Moon ist verletzt, zumindest erst. So, dann schießen wir weiter. Dann kann der Tank nur noch schießen. Ja. Und der feuert sein Geschütz in den Dragster hier rein. Ja. Ein Leben hat er noch, ne? Ja. 48 Zoll sind er.
Kann er ist drin. Ja, da bin ich drin. W6. 5. 5 ist solide. Und ich schätze mal, das war's mit der Jump-Trackstar. Zwei Treffen nicht. Ich will auf Nummer sicher gehen. Jo. Auf die 3. Und auf die 3. Nur 2. Zweimal. Doppel 6. Oh nein. Explodiert er. Ja. Ist er weg? Gut. Fällt in sich zusammen. Dann ist meine Runde hier vorbei. Mhm. Ich krieg 1 und ich krieg 2 Punkte. 1 Zoll nur, oder? 1 Zoll? Haben wir gesagt. Der andere ist ja verreckt. Durch die, ach so, durch das Gelände. Ich bin jetzt von wie beim normalen Missionsfilmmacher 3 Zoll ausgegangen. Aber gut, dann krieg ich nur 1. Ich eben auch in der ersten Runde. Okay. So, dann steht es 3. Wie viel hast du? 3? Ich hab 3. 2. Du hast 2. Jesse ist in der Unterzahl. Und Jesse, dann beweg dich einmal. Du darfst jetzt auf wen schießen? Auf mich. Oh, die ganze Flanke ist offen. Mhm. Das kann wehtun. So, der Jesse macht die feige Drukhari-Taktik. Schön defensiv. Ich muss irgendwie überleben. Ich würde gerne noch mitspielen. So. Jo, Lanze der Kabalen in den Crawler. Trifft. Wundet nicht. Da gehe ich mal zu P aus. Ja. Nö. Dann haben wir die Lanze im Auto. Die trifft nicht. Reroll. Nee. Die trifft immer noch nicht. Und die Lanze vom Auto. Die trifft. Die wundet. Fünfer. Nee. Ja, komm, mach ich. Sind 4, 5. 5, wieder 4, ne? Ja. Hat er 8 drin? Hat er noch 4? Jo. Irgendwie sowas, ja, ja. Gut. Das war's. Das war die Runde. Dann würfeln wir mal gegeneinander wieder. Ich fange jetzt mal an mit dem Bruce. 4. 3. Komm, Baby. 1. Jo, da ist sie wieder. Das Glück ist mit den dummen Orks. Der muss irgendwie Scheiße an den Händen haben oder sonst irgendwas. Kann nicht. So, ich zieh da mal direkt. Ich hab wieder selber. Wie gegen die Tau? Nee, achso. Das ist das? Chaos. Chaos! Oh. Gut, viel werde ich eh nicht machen können. Dann werde ich mal den Jungen direkt advancen für eine 6. Das ist knackig. Dann kassiert er auch wahrscheinlich die ersten Lebenspunkte. Der Junior bewegt sich hier einfach rein. Der heilt sich übrigens ein. Und der Rest, der kann so stehen bleiben, würde ich behaupten. Gut. Dann da können wir mal feucht und fröhlich drauf los, würde ich behaupten. Machen wir. Wir fangen an. Als erstes mit der Boss. Der Boss ist advanced. Hier rein. Einmal Desk. Nix. Smasher Gun. 3 Schuss. Ball Blast in die. Trifft einmal. Wundet einmal. Einmal. Ein Damage. Wieder Bane. Ja. Alter. Dann worauf schießen wir jetzt? Dann schießt der Junge einfach zweimal da rein. Der testet erstmal wegen seinem Gelände. Ach ja, auf die 2. Und der auch übrigens. Ja. Der kriegt 3. Mein Boss kriegt 1. Legen wir mal hier schnell hin. Zack. 1. 3. Dann schießen wir die erste Salve in die Jungs rein. 7 Schuss. 4, 5, 6, 7. Ah, ich habe übrigens ein CP. Och, das ist doch mal ganz solide. Das ist cool. Oh, dann 4 Sechsen. Und auf die 2 plus. Das ist cool. 3, 6, 7 Stück. Alter. Dann macht er die 3 Schaden oder so. Ne, doppelt, also 2 vielleicht. Ja.
Gut, jetzt bin ich am Überlegen, noch einen total brainy Move zu machen, da oben rein zu rasen. Weil du da jetzt auch Punkte schon bekommst, ne? Ja, aber es ist auch cool, irgendwie zu moschen, ne? Du hast recht. Ich bin jetzt mal gerannt, darf da rennen und angreifen. Ja. Ja? Orks. Warboss. Ach, Warboss. Warboss. Nee, komm, ich lasse es sein. Dann ist der Discord. Der strategische Ork. Der clever statt brutal. Brutal. So, dann. Dann kriegst du einen 2 Punkte. Das war echt gut. So. Ja, stell mal vor, ich wäre da oben reingerannt, dann hätte ich 0. Jetzt reinkönnen und ich habe noch einen zusätzlichen Punkt. Dann. Dann zieh ich mal, ne? Bruce, meine Karte ist raus. Deine ist raus. 3 müssten drin sein. Ich werde mit meiner Hand zählen. 1, 2, 3. Und ich möchte gern. Die. Tau. Das ist Tau. Das ist okay. Das ist okay, sagt er. Ja. Gut. Dann geben wir den Moment und dann kommen wir wieder. So, ja, wir fassen das jetzt hier einmal kurz zusammen. Die sind nach vorne, haben das Missionsziel. Genau. Er ist nach vorne, also agiert im besten Bracket von CP. Die sind langsam, nach vorne. Ihr müsst mal eben würfeln auf die 2 plus Gebet Mortals. Mhm. Ja. Einer. Hat einer noch einen? Oh. Und viel Schuss weniger gewesen. So, fangen wir zu schießen. Die Thermis schießen. Ja, auf Schienen links Druck. Auf Schienen links. 24, komme ich ja auch. Wird Schindling jetzt aufs Korn genommen. Man hört dich nicht mal, Jo. Ach doch, schade. Natürlich. Ich überlege gerade, ich glaube, den CP kann ich nicht ausgeben fürs Feuer. Unter Psykern beschießt man sich doch nicht. Was machst du denn da? Die Hemdtoffen ist 3, ne? Ja. Dann gebe ich hier. Brauchst du nicht. Nee, Feuer nochmal. Okay, die Thermis in Chinling. Wird Chinling das Zeitliche segnen oder wieder einen Abrappel am Kopf bekommen? Oh, so gut. Der war sauber. Viele Misses, aber. Ja, das ist aber Schnitt. Das ist okay. Auf die 3. Upp, der 3. Ja, das ist gut. 2, 4, 6, 8 Mal. Mit irgendwas minus? Kein Update. Wie viel haben wir denn an Deckung? 3, 4 würde ich sagen. 4 und Chinling natürlich nicht, ne? Also 3 Stück. Deckung. Stirbt keiner? Ja. Deckung? Stirbt keiner? Heroes! Was haben die für Hose? Dreier Hose? 4er Hose, Dreier. Deckung 3er. Ja. Sonst sind sie kacke, aber hier. Sturt. Ja, dann bleibt nur noch über der. Der Mösenmörser mit mindestens 3 Schuss. Ja, wird Shin denn überleben? Wenn man sagt, die Base ist es, ne? Ja. Okay, dann. Ja, nur der Mörser in den Topf von. Yes! Mindestens 3 Schuss. Blast. Das sind 6. Ja, sind noch 6. Ein Treffer. Keine Runde. Eine Runde. Minus 2. Ich glaube, Ignore Cover weiß ich aber nicht. Ja, 6. 6 hält auf jeden Fall. Wunderbar, meine Damen und Herren. Gut. Für das höhere Wohl. Für das höhere Wohl, dann ist der Chessius dran. Ich kriege einen Punkt, weil ich den Missionsmarker in der Mitte halte. Yes. Also, du wirst wahrscheinlich dann der Orks ziehen. Oder mich. Oder ihn. Ja. Bleib nur Orks. Wir kommen wieder nach der Runde. Eine ganz bittere Runde der Drukhari, die keine Seelen für ihre Lust einheimsen konnten. Sie sehen einfach leider die Orks nicht, weil er die Orks gezogen hat. Da ist ein dicker Sideblocker in der Mitte und damit stehlt er sich noch eine Runde defensiv. Dann hier, Chinling. Chinling. Im Modus. Geht hier rein. 6 Jungs sind das noch. Die halten den Missionszielmarker. Yes, baby. Und wollen gleich hier oben überall draufdreckern, habe ich gehört. Was können wir noch hier machen? Sowas? Kommen die Jungs hier noch raus und wollen dackern? Ja, die wollen den Commander schützen. Ach so, okay. Wir will ein Late Game auch vielleicht mal. 3-2 haben wir gelernt. Ja. Nicht jeder, aber ja. So ist die Regel. Jetzt kommt der alte Taktik-Fuchs hier. Jetzt macht er ernst.
Dann würfeln Sie mal für Schindling. Ja, wir drei und eine. Es sind nur noch fünf. Jetzt sind es nur noch fünf. Sicht. Wo möchten Sie denn drauf schießen? Das Ding ist, ich kann nur auf Jesse schießen, weil ich ihn ja gezogen habe. Und der steht hinterm großen Obscuring-Gebäude. Das heißt, ich kann nicht schießen. Nee, die sind unter 5 Zoll. Ja, also wir haben uns abgesprochen, das ist, ich sehe die nicht. Achso, okay. Okay. Tech-Team-Partner. Das Leben. Ich mache nur meinen Punkt für... Jetzt werden hier geheime Deals, okay. Genau, für das Mission. Dann rollen wir mal. Ja, das ist witzig. Dann rollen wir mal. Wo sollen wir anfangen? Hier, Alessandro, fangen wir bei dir an. Wir fahren jetzt in Runde 4, ne? Ja. Nee, 5. 5 schon? 5. Ja. Last round. Kippe. Komm, Kings of the Hill. Nein. Oh, 3. Schaff ich die 1 nochmal? Oh! So. Ah, das ist die 1. Bitter, bitter, bitter. Und die 2. Das bedeutet, Jesse fängt an. Ja. Direkt. Und dann geht's in Uhrzeigersinn. Ich stelle einmal noch die Marker um und dann kommen wir wieder. So, Jesse, zieh mal. Was ziehst du? Dich. Das ist so doof. Der Ork ist mit den Glücklichen. Das ist cool. Ja, dann weiterziehen. Dann kommt der Alessandro mal ran. Oh. Death Guard, Death Guard. Wo ist denn unser Sack? Komplett jeglich. So. Das ist ein bisschen schade, ja. Death Guard. Dein Problem. Ich bewege mich. So, dann die letzte Runde von Death Guard. Tau. Von Tau, sorry. Mortal Wounds. Es ist alles rausgegangen. Ach, die ist auch noch hier. So. Ready? Genau. Shinlin will noch einmal einen Smite machen. Ja, ja. Kriegt aber erstmal W3 Mortals, weil die sich bewegt haben. W3! Oh, dann ist der böse Plague-Crawler gleich da. Gut, dann fangen wir an. Und dann hat er der Commander. Oh, fuck. 2W6. 2W3. Ja, reicht. 4. 4. Hat er sich selber in die Luft gesprengt? Ich habe im Vorfeld übrigens 2 CPs ausgegeben, um ihn ein Leben zu heilen. Gut, dann machen wir mal einen Smite. Jo, kommt. Wieder kein Big Smite. Für einen. Ich weiß gar nicht, warum du den da oben drauf gesetzt hast. Der wollte cool sein. Der wollte cool sein. Der wollte cool sein, okay. Dann haben wir machen wir einen Marker Knight von meinem Kader Feuerklinge, der nicht trifft. Letzter CP, komm. Trifft. Und dann 4. Erstmal die Geister. Auf die 4. 1 in Reroll. Machen sie sehr gut. Stärke? 5. Auf die 4. Sind 6-mal. Sogar hier auch noch. 7-mal. Ohne Minus. 7-mal auf die 2. Einer kommt durch. Also durch einen Schaden. Wir haben noch ein bisschen Feuerkriegerschüsse hinterher. Einer hatte noch ein Leben, oder? Der ist schon tot, durch den zweiten gerade. Ach so. Ja. Oh, 5, 7 Schuss. Dann sogar noch einer. Feuerkrieger. 1 Reroll. 2 Hits auf die 4. Nö. Nix. Ja, das war's. Das war's. Ich mach nochmal einen Punkt hier, weil ich den Marker halte. Ding, 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 ding. Dann einmal das Säckchen. Ich hol das. Ja. Ich will wieder Fischsuppe. Fischsuppe zum Frühstück. Kann passieren. Nee. Fischsuppe. Fischsuppe! Fischsuppe! So, ich habe gehört, diese Smasher Gun. Für Shinlin. Sieht Shingling. Warum machst du das? Weil ich Spaß dran habe. So, der bewegt sich einfach hier hin. So, ich advance. Boah, machst du sogar 2 Punkte direkt. 2 Punkte! Ist das so? Mhm. Ja. Krass. So, kann den auch hier hinstellen. Einfach erstmal advance ich. Bei 5. Ja, das reicht vollkommen. Ich stelle den so hin. Dann wird die Engagement Ray. Ja, ist auch eigentlich scheißegal. Dann. So. Kriegt der 2W3. Kriegt der 6. Ist er tot? Ist auch explodiert. Und ich mache gar keine Punkte. Okay. Dann. Wird der nächste. Dann explodiert er, wenn du ihn bewegst. Der heilt sich ein und dann passt das. Ja. Ich will jetzt Chingling sehen. Der sieht einfach hier Chingling. Ah, ist okay. Chingling. Chingling.
So, Chen Ling, 2 CP. Boah, Daka, Daka. Daka, Daka, der kriegt jetzt voll Prügel. In ihn da rein. 9 Schuss. 9 Schuss für Chen Ling. Der kriegt mal jetzt richtig einen am Daka gerappelt. Keine Hits? Ach doch. Ne, einer nur, ne? 2. 3. Okay. Der ist gut. 4. Daka. Nee. Auf die 2. 4 Einsen. Der ist gut. Viermal. Minus 2. Minus 2 plus 1. Einer. Minus 2. Ne, beide tot. Wecke, Dakar! Das Raumschiff kommt ihn und holt ihn ab. Du bist ein Held, Junge. Fürs höhere Wohl gestorben. So, die Smasher Gun schießt einfach noch einmal für Spaß in deine Feuerkrieger rein. Für 3 Schuss. Die hat auch Bock. Trifft 2-mal. Der erste. 2. Ja. 3 reicht und der zweite 2 verpulverisiert. 4. Das war die Runde von den Orks. Ich mache leider keine Punkte, weil mein Warboss sich hier in die Luft gesprengt hat und das kann die Orks. Ich habe nur 3 Siegespunkte. Ne, 4, oder? 3 oder? 3. 3. Das hätte eigentlich nochmal 5 Siegespunkte geben können, aber so gibt es gar nichts. Woo! So, die Deskard hat sich bewegt, ist an den Siegespunkt drangekommen. Ja. Macht er mit dem 4. oder 5.? Ich mache jetzt den 5. damit. Den 5. Siegespunkt, damit musst du ja auch nicht mehr viel machen. Genau, ich muss noch einmal kurz für die Tamis testen, genau, die sich bewegt haben. Sprengen. Jetzt platzen sie. Jo! Sind 6, das heißt... In der letzten Runde geht alles so. Der sind 4 und hier verliere ich nochmal 2, das heißt, ich habe noch ein Leben. Ja, nice. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Endstand im Endeffekt. Bruce ist vorne mit 5 Punkte. Alessandro hat 4 Punkte und die Orks haben 3 und das goldene Ende. Die goldene Ananas geht an Drukhari. Die goldene, der Pink Panther geht an Drukhari. Die Drukhari sind OP. Ja. Ja, wie fand er das? Mega gut. War mal was anderes, ne? Ja. Also das, wie gesagt, die Kampagne hat mega Spaß gemacht. Die meisten Artefakte hat jetzt ja Deskard an sich genommen. Wahrscheinlich das, wie hießen die, diese komischen Dinge? Das ist die Unit SVEN, kurz Sven genannt. Das waren die Waffenservitoren von dem Stormtalent, der abgestürzt ist. Und jetzt kann die Deskard sich drauf und dran machen, die Geheimnisse zu entlocken. Ja. Wie gesagt, hier mal was anderes. Geile Story. Wir werden da noch eine kleine Story zuschreiben. Auszählen macht ja der Bruce. Ne? Ja. Da lässt du dir was von den Punkten einfallen. Jetzt müssen 2 würfeln. Weil meiner ist in die Ordnung runtergegangen. Haben wir die Liste dann auch? Ich habe sie hier offen. Fantastisch. Ja, dann Shin Lin. Was ist, wenn ich jetzt 6 schaffe? Kann er dann 2 zaubern? Dann muss ich mir was einfallen lassen. So. Einmal für die Orks. Da ist die 6. Da ist er am Psyker geworden. Was? Geil! Oh, das ist ziemlich egal. Ich meine, die 6 ist das halt jetzt. Ja. Kann er jetzt auch so jumpen und sowas? Er kann nur Smite. Okay, nur Smite. Geil! Orksmite oder normales? Und Chillin? Normaler Smite. Aber mit. Oh! Hier ist er Orksmite. Das war's. Du setzt erstmal 2 Runden aus. Achso, ja, okay. Kein Smite mehr. Den Smite behältst, aber du hast jetzt. Das ist ein herber Schlag für die Tower. 2 Runden ohne Smite. Ja. Das ist doch geil, so ein Orkboy mit 30 Jungs kann jetzt auch noch smiten. Nein, du kriegst ganz normal einen Smite, kein Orksmite. Nee, aber trotzdem ist doch voll geil. Du hast 30 Leben und kannst das smiten. Ja. Das auf jeden Fall, das ist ziemlich nice. Ja, der hat richtig einen am Rappel bekommen. Ist ja noch die Frage, wenn der dann aufsteigt, dann ist er nicht mehr im Loch, der muss ja irgendwas Größeres werden, dann hast du keine 30 Boys mehr. Oh nein, du hast recht. Aber hier ist er immer. Jetzt hat er eben, wie gesagt, zum Schluss nochmal einen richtig am Rappel bekommen. Ist wahrscheinlich auf dem Rückzug auch nochmal in so eine Springfalle reingeraten. Da ist ihm eine halbe Schädel abgeplatzt. Und so Darth Vader-mäßig, hat einfach keine Arme und keine Beine mehr. Und Mad Dog Grotzig hat ihm gesagt, oh, was ich mit dem anderen gemacht habe, mach ich mit dir auch. Der wird jetzt in Death Dirt reingesteckt. Neue Schädelplatte drauf. Star Wars. Das ist auch geil. Ich mache mir so einen Death Dirt Hero. Das ist auch cool. Wer weiß. Nee, von der Mission her fand ich es sehr witzig. War tatsächlich mal was anderes, was du so eigentlich privat, glaube ich, nie drauf kommen würdest, so zu spielen. Ich fand das auch mit den 4 Spielern ziemlich witzig, mit den Karten ziehen. Mhm. Und ja, war gut.
auch das Gelände, ne, ist mal was anderes. Hier mit so einem riesen Zeitblocker, den wir haben, den haben wir schon in der 8. Edi irgendwann mal rausgeholt. Das war schon wirklich interessant. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch mal bitte ein Abo. Und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch. Was? Das darfst du nicht sagen. Warum? Weil das doch ein Vergangenheitsvideo ist. Ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zur nächsten Kampagne. Okay. Was willst du, du Vogel? Ja, tschüss. Damit hatte keine der Fraktionen gerechnet. Bisher gab es vereinzelt Gefechte zwischen zwei Entitäten. Doch hier kommt es erstmals zu einem Schmelztiegel der Kräfte. Orks, Drukhari, Deathguard und Tau. In früheren Aufzeichnungen nannte man dies ein Battle Royale. Jeder gegen jeden. War es wirklich so? Ging es jedem nur um die Vernichtung oder wie sahen die jeweiligen primären Ziele aus? Eins war klar. Die Orks rund um Black Moon Iron Fister wollten einfach nur hart, härter, am härtesten moschen. Dabei haben sie alle Scanner vernachlässigt und stürmen ungestüm nach vorne, obwohl das gesamte Kriegsgebiet vermint war. Zum Auftakt nahmen diverse Ork-Vehikel erheblichen Schaden und der Angriff geriet ins Stocken. Black Moon Iron Fister dachte nach und versuchte krampfhaft aus den bisherigen Schlachten zu lernen und weicht auf die Flanke aus, wo er sich jedoch Massevernichtungsgeschossen der Tau gegenübersteht. Einen Augenblick später ist sein halber Mob zerfetzt und er überlebt nur, weil er zwei seiner Boys vor sich zieht, bis er in Ohnmacht fällt. Ohnmacht sollen unsere Opfer spüren, denkt sich Sykiel Traeros, während die Raiding Force Screaming Silence unbemerkt nach vorne gleitet. Dachten sie zumindest. Die feindlichen Truppen haben anscheinend bessere Technologie als erwartet und binnen Sekunden brechen Venoms und Raider krachend auf und die rausspringenden Krieger verdampfen in der Hitze der feindlichen Geschosse. Was für ein brachialer Erstschlag. Damit hatten der Archon und auch Sykiel niemals gerechnet. Sklaven zu fangen konnten sie heute komplett vergessen. Heute ging es für die Drukhari lediglich ums nackte Überleben. Schadensbegrenzung, Flucht, Schmerz. Was ist hier nur los, dachte der Archon, ehe er den Rückzug befahl, um zumindest ein Drittel seiner Raiding Force zu sammeln und zu sichern. Das werdet ihr mir büßen, dachte sich Sykiel Draevos, während er durch das Gelände huschte, auf der Suche nach einem sicheren Platz für die Nacht. Sicher werden wir heute siegen. Jotan Gricker schaute erfreut auf die bereits angebrochene Schlacht. Es wird Zeit, schmunzelte er. Zeit, das Gelernte umzusetzen und an den Feinden zu beweisen. Die Death Guard erschien viel geordneter und zielgerichteter als sonst. War man in den ersten Gefechten von gegnerischen Truppen regelrecht überfallen worden, hatte man diesmal einen maßgeschneiderten Plan. Auch dieser Plan erforderte Opfer, jedoch suchte man sich die Zeit und den Ort dafür genau aus und sicherte alle strategischen Punkte wie geplant. Ich liebe es, wenn ein Plan des Väterchens aufgeht und wir seine Liebe großzügig verteilen dürfen. Dies ist der Beginn unseres Triumphzuges, gurgelte er fröhlich zu seinen Kameraden, die daraufhin ihre verrotteten Nahkampfwaffen an ihre Brust schlugen. Das Herz von Shin Lin in seiner Brust schlug schneller. Wir bekommen keine Pause. Eine Schlacht jagt die nächste. Wir sind noch nicht bereit, dachte er sich. Nur mit einer besonderen Finesse und Strategie von Commander Schnellschlag kommen wir heute siegreich davon. Wir müssen auf seine Erfahrung vertrauen. Shin Lin, der inzwischen die Mehrzahl der Herzen seiner Kameraden durch seine Errungenschaften gewonnen hatte, war skeptisch. Ein Feind war schon schwierig. Aber drei Feinde? Commander Schnellschlag sprach an alle Beteiligten via Funk. Hört mir genau zu. Wir sind noch geschwächt und in der Unterzahl. Bevor wir zum Gegenschlag ausholen können, müssen wir den heutigen Kampf noch einmal unsere Stellung sichern und stabilisieren. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Bewahrt einen kühlen Kopf. Jawohl, Commander, klang es einstimmig über den Funk. Tatsächlich hatte Commander Schnellschlag eine effektive Strategie ausgeklügelt. Direkt zu Beginn wurde ein Teufelsrochen als Ablenkungsmanöver nach vorne geschickt, um den Fernkampfeinheiten Zeit zu geben, die wichtigsten strategischen Positionen für maximale Effektivität zu besetzen. Genauso kam es. Der Transporter wurde direkt anvisiert und eliminiert, doch dies verschaffte die so wichtige Zeit für die Fernkämpfer der Tau, die von da an ihre furchterregende Feuerkraft auf den Gegner niederregnen ließen. Unser Commander ist wirklich unglaublich,
Er hat sogar einen Ghost Keel als Backup für den Teufelsrochenköder dazu flanken lassen. Und das hatten wir bitter nötig. Es gibt noch so viel für mich zu lernen, dachte sich Shinlin, ehe er über eine Barrikade sprang, um in die nächste Ruine zu flüchten. Doch in diesem Moment erwischte eine Art Laserstrahl einer Ork-Artillerie seine linke Seite und riss seinen Arm samt Schulter und pulverisierte diese. Normalerweise müsste er instantan tot sein. Jedoch war der Strahl teilweise so fein, dass die wichtigsten Vitalpunkte unversehrt blieben und er direkt von seinen Kameraden abtransportiert werden konnte. Ich dachte, wir sind für heute durch. Manchmal denke ich einfach zu viel.